Given up already, although it's written in the stars, we can make it if we just believe. It's like a promise we keep telling to our hearts, and everyone we know wants us to achieve it. Sometimes I'm the one who's so discouraged. Everything that happens just pulls us down. But that's why we have each other to pick ourselves back up on the ground. 'Cause if we keep on pushing, we keep on trying. All our dreams can come true if we believe in that. We keep on rallying and we stop hiding on the high. All our dreams will come true, it says so in the Bible. We keep on pushing, we keep on trying. Greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time we fall. Need some examples? Just think of people that you know whose life has been a bunch of ups and downs. Like a promise we keep telling to our hearts, and everyone we know wants us to achieve it. And sometimes I know one gets so discouraged, and everything that happens just pulls you down. But that's why we have each other to pick ourselves back up on the ground. 'Cause if we keep on pushing, we keep trying now, all our dreams can come true if we believe it. We keep on running and we stop hiding our light. All our dreams can come true, it says so in the Bible. Keep on pushing, keep on trying now, 'cause all our dreams can come true if we believe it. I believe this, I believe the written word is true. Need some examples? Just think of people that we know whose life have been a bunch of ups and downs. They never seem to give up or give in to their doubt. They just spread their courage around. Stop believing all the bad things about you. Don't give in to your doubt or your fear, 'cause we're invincible and nothing's impossible if we just believe. If we keep on pushing, keep on trying now, all our dreams can come true if we believe this. Keep on running and don't hide your light, 'cause all our dreams can come true, it says so in the Bible. Keep on pushing, keep on trying, trying. Oh yes, I believe this, I believe the written word is true, and I believe's enough for two. Is this really you? Ooh, who picks me up each and every time that I fall? I wonder, where is my courage coming from? Oh, is it really you? Because I only see my own face staring back at me. From injuring words or hateful stares.
at me now? Is it my hair? Is it me? Is it you? The part of me that is you? Is it me? Is it you? The part of me that is you? Is it me? Is it you? Is part of me that is you? Is it me? Is it you? Oh yeah. It's not as if I'm sad. It's more like I haven't learned how to protect myself from injuring words or hateful stares. Hate everywhere, so I still pray to you because a part of me refuses to give you up. Is it you? Is it the part of me that is you? Is it me? Is it you? I really wanna know. Is it me? Is it you? The part of me that is you? Is it me? Is it you? Part of me that is you? Is it me? Is it you? Part of me that is you? Is it me? Is it you? Part of me. Keep on pushing. Einen wunderschönen guten Abend. Was ein tolles Motto für den heutigen Abend. Herzlichen Dank, Adrienne Hammond, für Ihren Beitrag, Ihren wunderbaren Gesang. Ein toller Einstieg auch an Ihre Begleitung. Und für die, die das kaum erwarten können, am Ende hören wir Sie nochmal. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu den 5. Lichtgesprächen hier auf Schloss Montabaur. Mein Name ist Peter Rausch. Ich bin ein Startup im Prinzip seit 1.3. dieses Jahres Vorstand bei der ADG in Montabaur und bin schon sehr gespannt, was der heutige Abend so mit sich bringen wird. Meines Wissens ist es doch so, da muss ich die männlichen Kollegen ein bisschen enttäuschen heute Abend. Frauen machen die besseren Schulabschlüsse, Frauen machen die besseren Studienabschlüsse. Und die KMU in Deutschland, also kleine mittelständische Unternehmen, beschäftigen die meisten Mitarbeiter von allen Unternehmen in Deutschland. Also beste Voraussetzungen für Gründerinnen und ihre Vorhaben mit ihren Startups. Und wer könnte das heute Abend besser moderieren als Frau Lerner, unsere Moderatorin, die jetzt zum 5. Male diese Lichtgespräche auf Schloss Montabaur mitbegleitet und mit ihrer Inspiration auch uns unterhalten wird, zusammen mit 3 Gründerinnen, die gleich vorgestellt werden. Und an dieser Stelle möchte ich auch gleichzeitig die Moderatorin begrüßen. Frau Lerner, herzlich willkommen hier in Montabaur und uns allen ganz viel Vergnügen. Lieber Herr Rausch, ich möchte Sie ja schon direkt zu Beginn beruhigen. Wir werden bei dieser großen Welle, die jetzt nochmal losgeht, für uns Frauen die Männer mitnehmen. Denn wir sind integrativ. Herzlichen Dank für Ihre einführenden Worte. Ich habe ja gehört, eben Sie sind ja auch erst gerade ganz neu hier und ich glaube, das ist doch ein richtig tolles Omen, wenn Sie zu Beginn schon mit so viel Frauenpower begleitet werden. Und ich darf Ihnen für Ihre neue Aufgabe auf jeden Fall viel Erfolg und viel Freude wünschen. Liebe Gäste, herzlich willkommen zum 5. Lichtgespräch in der Glaskuppel. Toll, dass Sie da sind in diesen Zeiten von kreativen Begrüßungen. Und ich weiß es sehr zu schätzen, die Menschen, die jetzt noch auf analoge Veranstaltungen gehen. Bevor ich Ihnen meine Gesprächsgäste des Abends vorstelle und auf die Bühne bitte, lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Künstlerin des Abends sagen. Adrienne Morgan Hammond wurde bereits 1996 als die neue Stimme des Jazz bezeichnet bei ihrem Debüt It's Me. Adrienne sagt, meine Vergangenheit ist der Gospel, meine Zukunft ist der Pop und dazwischen vibriert feinster, gefühlvoller Jazz. Als ich Adrienne vor über 20 Jahren in Köln zum ersten Mal auf der Bühne erlebt habe,
Da habe ich nur gedacht, that lady has got the fire and the soul. Und ja, Adriens Motto ist es, Music breathes life into your soul. Und ich finde, wenn man Adrien so sieht, dann sieht man, sie ist Musik. Zumindest geht mir das so. Adrien ist seit vielen Jahren in Begleitung unterwegs, nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne und gibt viele Music-Workshops. Und du bist auch als Rednerin für besondere Anlässe unterwegs. Also, falls Sie mal eine Rednerin brauchen für einen besonderen Anlass, that's her. Ja, genau. Liebe Adrien, das darf sein. Herzlichen Dank zunächst und wir werden euch ja nochmal hören. Und bitte nimm doch hier vorne Platz und lausche auch uns ein wenig. Adrien Morgan-Hammond, vielen Dank. Liebe Gäste und in dem Falle darf ich auch sagen, besonders liebe Damen, aber selbstverständlich toll, auch die Männer, die da sind. Ich möchte kurz noch einmal das Fenster etwas öffnen zu unserem heutigen Themenfeld. Und zwar mit einem kleinen Rückblick in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das war das Jahrhundert, der Aufbruch der Frauen. 1919 bekamen die Frauen zum ersten Mal in Deutschland das Wahlrecht. Und in den folgenden Jahren wurden Frauen sichtbar in der Kunst, der Kultur, der Politik und Wissenschaft und eroberten sich ihre Räume und eroberten Räume, Domänen, die vorher nur den Männern vorbehalten waren. Und sie befreiten sich im direkten Sinne von ihren Korsetts, aber auch im übertragenen Sinne von ihren engen Rollenkorsetts. Und es war ja auch die Zeit zwischen zwei Weltkriegen. Und in dieser Zeit war die Kraft, die Intelligenz, der Mut und die Energie der Frauen nicht nur gefragt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes lebensnotwendig. Und wissen Sie, das ist ja schon ein Narrativ der Geschichte. Immer wenn es, ich sage es mal salopp, brenzlig wird, dann sind wir Frauen ja besonders gefragt. Und ja, wir befinden uns ja gerade wieder in einer sehr sensiblen Zeit, in einem, ich würde sagen, Dimensionenschiff. Das ist nochmal ein ganz neuer Umbruch, der auf uns zukommt. Es ist auch die Zeit des totalen Chaos und es ist auch eine Zeit der vermeintlichen Krise. Ich benutze das Wort Krise nicht so gerne, aber zum einen ist ja Chaos auch der Zustand, der sich einstellt, bevor sich Systeme wieder neu regeln. Und die vermeintliche Krise birgt das größte Potenzial in sich, um Veränderungen zu bringen. Denn das ist ja der Grund, warum sie da ist. Zu sagen, hallo, hier brauchen wir Veränderungen. Und ja, ich denke mal, wir denken nicht nur an diese digitale Umgestaltung unserer Gesellschaft, da wissen wir noch gar nicht, wo es hingeht, oder an den Zustand von Mutter Erde, die sich gegebenenfalls überlegt, ob sie den zweibeinigen Virusmensch überhaupt noch mittragen will oder wie lange sie ihn noch mittragen will. Ich glaube, wir sind auch in einer Zeit angelangt, wo wir uns von den patriarchalen Strukturen der letzten Jahrhunderte befreien. Sie sind uns nicht mehr dienlich und auch glaube ich, dass der sogenannte weiße alte Mann ein Auslaufmodell ist. Und mit weißem alten Mann meine ich die kranken Strukturen der Autokraten in dieser Welt, die uns immer, immer, immer noch Krieg bringen und damit das größte Verbrechen an der Menschheit, das es gibt, und die folgenden humanitären Katastrophen. Stattdessen glaube ich, dass die Welt weise alte und junge Männer braucht und weise alte und junge Frauen. Und ein weiser alter Mann, der hat es sehr einfach, aber sehr essentiell ausgedrückt, was der Welt im Moment am meisten, was die Welt am meisten benötigt, nämlich der Dalai Lama. Er sagt, all you need is the compassion of the heart. Women know this, because peace is implicit in women. You put boys together, they make war. You put women together, they make peace. Women are the leaders of the future. Und
Ich glaube, dass es jetzt noch einmal ein Zeitalter ist für uns Frauen, dieses junge Jahrzehnt. Ich weiß nicht, ob Sie es spüren, ich spüre es. Ich spüre eine immense Welle, die noch einmal von Frauen ausgehen wird. Und wir werden in diesem Jahrzehnt noch einmal einen großen Shift machen. Und ich glaube, wir sollten uns öfter mal daran erinnern, dass wir Frauen doch eigentlich die mächtigsten Wesen auf diesem Planeten sind. Denn wir können Leben schenken und es erhalten. Und die Welt besteht ja nun mal zur Hälfte aus Männern und Frauen. Und diese Balance, dieses Gleichgewicht, ich glaube, das ist unsere größte Aufgabe, dass wir die jetzt angehen, gemeinsam. Und daher ist es wichtig, dass Frauen eben auch ihre Plätze, sie sind schon lange bereit, Verantwortung zu übernehmen, ihre Plätze in den Schaltstellen der Macht, des Kapitals und des Ressourcenzugangs einnehmen. Und dass das endlich mal ausbalanciert wird. Das ist, glaube ich, das, wo wir gemeinsam dran arbeiten sollten und vor allen Dingen auch die Frauen gemeinsam, sich gemeinsam stärken, uns gemeinsam stärken und weiterbringen. Und diese Kraft, da kommt dann niemand dran vorbei. Und jetzt mache ich die Straße zum Thema des heutigen Abends an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft. Da sind es gerade jetzt Frauen, die immense Impulse setzen, die Wirtschaftskreisläufe anders denken, die Wertschöpfungsketten auf Augenhöhe einrichten möchten, die dringenden Fragen der Gesellschaft mit ihrem Tun verbinden wollen. Und da rede ich auch gerade über Gründerinnen. Und wir als Volkswirtschaft, wir können es uns in keiner Weise erlauben, dieses immense Potenzial an Frauen, die, das sagen die Statistiken, bestens ausgebildet sind, nicht auch bestmöglich zu fördern. Und das gilt auch für Gründerinnen. Und jetzt begrüßen Sie mit mir recht herzlich drei Gründerinnen. Andrea Buri, Avery Collection aus Berlin, herzlich willkommen. Julia Hutmann aus Bonn, Jack Fruit aus Sri Lanka und Claudia Henke, H3O, kooperatives Start-up aus Hamburg, herzlich willkommen. Wie schön, liebe Damen, sind Sie gut angereist? Ja. Wie schön. Mhm. Keine Vorkommnisse. Nein, doch, es war relativ leer im Zug tatsächlich. Ja. Ah ja, das ist ja sehr angenehm. Ja, kennt man ja sonst von der DB nicht so. Stimmt. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir fangen doch erstmal an mit einem kleinen biografischen Einblick in Ihre jeweiligen Biografien und vor allen Dingen die beruflichen Werdegänge. Frau Buri, Ihre Initialien, die regen mich sehr dazu an, bei Ihnen zu beginnen. Gerne. Ja, wenn Sie einfach mal ein bisschen erzählen, wo kommen Sie her beruflich und was haben Sie gemacht und wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie zuerst eine Stiftung gegründet haben und dann Ihre Collection? Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung heute Abend. Ich finde es toll, dass es immer mehr Aufmerksamkeit gibt für frauengeführte Unternehmen und dass es auch mit mehr Ernsthaftigkeit auch verfolgt wird und man nicht nur immer betrachtet wird als, da ist die mit so einem Projekt. Das finde ich auch irgendwie ganz nett. Ich glaube, du lachst, da hast du es auch schon mal gehört. Ja, glaube. Und auch toll, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Also wie Sie schon gesagt haben, ich bin aus Berlin. Ich bin ursprünglich in Stuttgart geboren, wie man unschwer auch ab und zu hören. Und bin auf dem Land groß geworden und habe dann aber Wirtschaftswissenschaften studiert und mich zuerst mal auf den Sponsoring-Sektor fokussiert. Das war Mitte der 90er, habe dann in der Sponsoring-Agentur angefangen und wollte ursprünglich Kommunikationsdiplomat werden. Das heißt, die ganzen Sprachen der Kommunikation lernen, um dann in einen großen Konzern zu gehen und dort die verschiedenen Abteilungen zu harmonisieren. Und das heißt, ich habe war ich dann in einer CI-Agentur in London, habe dann ein großes Event in Monaco mit initiiert und umgesetzt für ein Jahr und bin dann nach München gezogen und habe dort in einer PR- und Celebrity-Agentur ein Jahr gearbeitet, um dann festzustellen, dass der gesamte Plan, den ich hatte, nämlich in einen Großkonzern zu gehen, definitiv nicht mein Plan mehr ist. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht.
Das war schon vor 20 Jahren. Okay. Mit einer kleinen Agentur, die Projekte gemacht hat im, im Sponsoring-Bereich, viel mit Sport, Segeln, Golf, Tennis, Formel 1 und im Musikbereich. Auch mit, weiß ich nicht, Radeberger und die Rolling Stones, Reginette und Celine Dion, solche Geschichten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich bin viel rumgekommen. Okay, ich würde da gerne einhaken. Und zwar habe ich in Ihrer kleinen Short-Vita gelesen, und das ist mir ins Auge gefallen, da schreiben Sie, nach einem Erlebnis mit Kunden bei der Formel 1 in Sao Paulo habe ich mich entschieden, meine Fähigkeiten für andere Dinge einzusetzen. Die Erde und Menschen besser behandeln. So fing ich an, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Was war das für ein Ereignis, wenn ich das so fragen darf, in der Öffentlichkeit? Ja, Publikum? So, ja, ich weiß nicht, wer schon mal bei der Formel 1 war. Aber in Sao Paulo fährt man also mit so einem Buschen zuerst durch eine Favela, um dann zu der Rennstrecke zu kommen. Und wir sind dann quasi da gefahren. Die Leute haben gegen die Scheiben geklopft, weil sie eben vielleicht ein bisschen Geld oder auch was zu essen haben wollten. Und 10 Minuten später haben meine Kunden die Magnumflasche in dem VIP-Bereich geköpft und Champagner getrunken. Und da hat es für mich quasi angefangen, tatsächlich nachzudenken, ob das alles irgendwie ganz sinnvoll ist, was ich da auf die Beine stelle und wo ich meine Fähigkeiten für einsetze. Und habe mich im ersten Schritt intensiv damit beschäftigt, wie man Events nachhaltiger machen kann. Bin dann quasi zur Fashion Week, die so Zelte aufbauen, habe gesagt, wie könnt ihr im Sommer so ein Zelt klimatisieren und im Winter hochheizen, gibt noch andere Möglichkeiten. 2005 habe ich dann 2 Karten zu Fashion Shows bekommen und die haben dann also gelacht, das war nicht, und ich war auch noch bei anderen großen Unternehmen und habe gesagt, wenn ihr zum Beispiel einen fleischfreien Tag in eurer Kantine weltweit einführt, spart ihr so viel CO2, wie eure Produkte, in dem Fall Automobil, an dem Tag ausstoßen. Also tatsächlich konnte man das damals so nachrechnen. Auch damit bin ich nicht wahnsinnig weit gekommen. Aber trotz allem habe ich mich intensiv mit dem Thema schon vor gut 15 Jahren beschäftigt. Und dann ist es ja so, Sie gehören ja auch wie Frau Hutmann zu denen, die durch das Eindringen oder das Eintauchen in eine andere fremde Kultur im Grunde auf ihren Weg gekommen sind. Wenn Sie das nochmal kurz beschreiben. Genau, dann ist mit meinem damaligen Mann die Idee entstanden, dass wir einen Think Tank gründen, weil er im Innovationsbereich tätig war und ich eben diese Nachhaltigkeitsideen im Kopf hatte und wir dachten, okay, wir lass uns doch Nachhaltigkeit und Innovation zusammenbringen. Und wir haben dann uns mit verschiedenen Leuten unterhalten, die sowas öfter machen, also Coachings und sowas, und die haben gemeint, man muss die Menschen irgendwo hinbringen, wo sie mit dem, was sie bisher gelernt haben, nicht mehr zurechtkommen, damit sie sich öffnen für neue Ideen. Gleichzeitig aber einen Raum schaffen, der Sicherheit bietet. Und wir haben die Landkarte aufgemacht und haben mal drauf geguckt und haben dann gesagt, okay, was ist kulturell weit weg, aber von Europa pragmatisch noch für 3-4 Tage gut zu erreichen? Und da stand irgendwie Marrakesch und dann dachten wir, oh, Marrakesch, Red City, 1001 Nacht, das gucken wir uns mal an, das könnte irgendwie funktionieren. Und dann sind wir da hingeflogen und haben die Eselskarre neben dem SUV gesehen, die verschleierte Frau neben der Tochter in High Heels. Wir haben uns mit Leuten unterhalten, die sagen, okay, wir müssen gerade 110 Meter bohren, bis wir an Grundwasser kommen, weil gerade der 6. Golfplatz gebaut wird. Und wir dachten, hier sind wir richtig. Ja, das hört sich so an, ja. Okay. Und dann haben wir ein Haus gekauft und haben das 1,5 Jahre renoviert mit traditionellen Kunsthandwerkern. Und ich weiß nicht, wie viel ich jetzt da schon erzählen soll, wie es dann weitergeht. Bis zu dem Punkt, wo Sie dann aber auch die Stiftung gründen. Das wäre ganz, ganz schön. Bis wann? Bis Sie die Stiftung dann gründen, ja. Weil Sie sind ja durch den Kontakt, genau, mit den Einheimischen. Genau, und dann war ich erstmal wahnsinnig fasziniert von diesem alten Handwerk und der pragmatischen Herangehensweise der Menschen und wie sie eben Dinge einfach noch umsetzen können, ohne zu verkopft zu sein, wie wir manchmal. Und gleichzeitig habe ich mich natürlich aber auch begonnen, in bestimmte Statistiken einzulesen über das Land. Eine meiner Lieblingslektüre ist der World Gender Gap Report vom World Economic Forum. Und da ist Marokko in der ökonomischen und politischen Partizipation seit Anbeginn der Aufzeichnungen in den Top 10 von hinten. Das heißt also, nach Marokko kommt noch Jemen und Afghanistan und solche Länder, aber sind heutzutage immer noch über 50% der Frauen in Marokko Analphabetinnen. Die haben aber diese wahnsinnig tollen
Fähigkeiten sind, aber haben aber keine Möglichkeit, die quasi zu nutzen. Und dann habe ich gedacht, naja, die können tolle Sachen machen, wenn wir denen helfen, das im Design und in der Funktionalität und in der Qualität dem internationalen Markt anzupassen, können wir ihnen vielleicht helfen, ein faires Einkommen zu verdienen und gleichzeitig eben 50% der Profits zu reinvestieren in die Foundation, mit der wir dann die Bildung finanzieren für die Frauen. Was bedeutet, sie finanzieren sich die Bildung selbst, nämlich durch ihre Arbeit. Und das ist letztendlich dieser Mindshift, den ich auch bei den Leuten vor Ort initiieren wollte, dass ich sagen kann, ihr könnt euch selbst helfen mit euren Händen. Und es geht nicht darum, da zu sitzen und auf Spenden zu warten, sondern lasst uns doch gemeinsam schauen, ob wir ein Modell schaffen können, wo ihr euch selbst helfen könnt. Self-Empowerment. Ja. Okay, erstmal vielen Dank bis hierhin. Da werden wir gleich noch einen kleinen visuellen Eindruck auch bekommen. Liebe Julia Gutmann, wir kennen uns ja schon tatsächlich oder haben schon seit 2013 oder 14, Anfang 14 Kontakt. Uns verbindet beide die Liebe zu einem Land, nämlich Sri Lanka. Und theoretisch hätten wir uns auch Ende 2013 dort begegnen können. Ich habe den Winter dort 3 Monate verbracht, 2013 auf 14. Es war ein sehr besonderes, schönes Erlebnis. Und bei Ihnen ist es ja auch so, durch das Eintauchen in eine fremde Kultur sind Sie auf Ihren Weg gekommen. Aber zunächst würden Sie kurz erzählen, was haben Sie vorher gemacht und wie sind Sie denn überhaupt nach Sri Lanka gekommen? Genau, ich könnte jetzt den geradlinigen Businessweg vorzeigen, der ist aber langweilig. Ja. Und der ist auch nicht so, aber das ist immer der, wenn man sich gut darstellen will. Aber die Brüche sind eigentlich viel interessanter. Also ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieurin im Maschinenbau und Logistik, also so richtig schön Männerbranche. Ah. Aus meinem Studiengang waren wir 8 Frauen von ungefähr 200 Studenten. Also das ist eher, ja, was nicht unbedingt Feminines. Aber ich habe mich da eigentlich ganz wohl gefühlt und ich hatte auch die Vorstellung, danach, da gehe ich irgendwie zum großen Autobauer und dann Supply Chain Management oder eine große Beratung. Ich habe dann noch angefangen zu promovieren und merkte dann, das bringt doch alles gar nichts. Alles, was ich dafür gerade tue und wo ich mein Know-how einsetze, das ist nur dafür da, um Arbeitsplätze wegzurationalisieren, Dinge billiger zu machen, Dinge auszulagern, Dinge eigentlich unmenschlicher zu machen. Da kam dann mein erster Bruch, das war, dass ich dann gesagt habe, das mache ich nicht mehr und bin dann in die Biobranche gewechselt. Das war so mein Anker, den ich hatte. Ich habe dann bei Alnatura in der Abteilung Nachhaltigkeit gearbeitet, habe gesehen, wie man Unternehmen anders führen kann. Also es ist ein sehr inspirierender Gründer gewesen, das mich völlig fasziniert hat. Ich hatte vorher auch keine, ich habe zwar gern gegessen, ich habe aber keinerlei Ambitionen gehabt, irgendwas mit Lebensmitteln zu machen. Dann aber verstanden, was eigentlich hinter der Lebensmittelindustrie eigentlich alles dahinter steckt, was für große Einflüsse das hat. Ich meine, Lebensmittel sind die einzigen Produkte, die wir konsumieren, die wir tatsächlich in unseren Körper aufnehmen. Was für Schund dort in den Supermarktregalen steht und dass ich gesagt habe, nee, wir brauchen dort eigentlich einen kompletten Systemwechsel und die Biobranche bietet halt einen Ansatz und jeder, der sich damit ein bisschen weiter beschäftigt ist, das ist einfach ein nachhaltiger Wirtschaftskreislauf in der Landwirtschaft und das ist noch viel spannender als einfach nur ein Bio-Siegel auf den Produkten. Ja, ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt, aber dann hat man auch noch einen Mann, der dann irgendwie in der Entwicklungszusammenarbeit arbeitet. Und dann stand irgendwann die große Entscheidung, ja, ich habe ein Jobangebot in Sri Lanka. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann kündige ich morgen meinen Job. Und dann habe ich am nächsten Tag meinen Job gekündigt und 2 Wochen später war ich in Sri Lanka. Und hatten Sie da schon mal Erfahrungen über Sri Lanka oder kannten das Land oder Ambitionen oder war das so, zack, bumm? Nein, also ich wusste, irgendwann wird diese Entscheidung anstehen und wir hatten eine Fernbeziehung und er hat sich gleich auf 30 Stellen in Deutschland beworben und eine Stelle im Ausland und die musste es sein und das war irgendwie dann der Schicksalsschlag. Ja. Da kann man nicht lang fackeln, da liest man Wikipedia durch. Vor allem, wenn es sich für den Mann lohnt, sollte man da nicht lange fackeln. Ne? Ja, aber irgendwie war das auch so eine Chance. Und wenn man sagt, so, man hat die Chance und man schlägt die aus, dann wird man ja traurig später.
Ja. Und jetzt darf ich mal einen kleinen Sprung machen. Dann waren Sie in Sri Lanka und ein Erlebnis, eben wie auch so ein kleines Schlüsselerlebnis bei Frau Buri, war, dass Sie sich über ein Hühnchengulasch beschwert haben. Genau. Also ich habe dann dort gelebt und gearbeitet. Und ich habe immer in so einem ganz kleinen Restaurant, Restaurant kann man gar nicht sagen, aber ich habe da in so einer kleinen Hütte immer... Wo war das übrigens? Wo waren Sie? Das war ich habe in Colombo in der Hauptstadt gelebt und in Panadura, das ist so ein Industriegebiet, gearbeitet. Ach so, okay. Genau, und dort habe ich dann mir mein vegetarisches Rice and Curry bestellt und dann kriege ich da meinen Teller und da ist aber Hühnchen drauf und dann bin ich mit meinem Teller wieder in die Küche, I've ordered a vegetarian food und die lacht mich einfach nur aus oder an, freundlich gesagt, und sagt nur, no, that's jackfruit. Und das hat mich erstmal ziemlich umgehauen, dass ich das erstens nicht kannte, zweitens nicht rausschmecken konnte. Und das war irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, boah, das ist spannend, das ging mir nicht aus dem Kopf. Und dann folgte sozusagen viel Arbeit, viel Recherche, viel Herzblut, um dahin zu kommen, was ich jetzt mache. Okay, erstmal vielen Dank bis zu dieser Stelle. Liebe Frau Henke, H3O, kooperatives Start-up, Sie sind sehr involviert in digitale Genossenschaften. Ja. Was können wir uns denn, ist sicherlich heute auch viel Fachpublikum, aber mal trotzdem gefragt, was können wir uns unter einem digitalen digitalen Genossenschaft denn so genau vorstellen? Wer steht dahinter und wie sieht das aus? Also, ja, also vielleicht kurz zur Information. Wir haben vor 2 Jahren eine Genossenschaft gegründet und haben jetzt gerade kürzlich eine weitere Genossenschaft gegründet und sind Teil einer globalen Bewegung. Da geht es um Plattform-Koops, also digitale Genossenschaften. Und das ist ein alternatives Modell zur Plattformökonomie, so wie wir sie kennen. Also Plattformökonomie ist Facebook, eBay, Amazon, Airbnb und sowas in der Art. Und digitale Genossenschaften wollen eine Alternative dazu bieten, sodass man wieder die Datenhoheit hat, aber auch, dass man eben partizipiert an den Einkommen. Also Sie nannten Facebook und so weiter, sie sind Proprietäre und das andere sind Partizipierende. Exakt. Aber könnten Sie jetzt mal ein Beispiel von einer digitalen Genossenschaft nennen? Dass wir das mal so ein bisschen erfassen können? Eine Plattform beispielsweise? Ja, also es gibt seit letztem Jahr gibt es zum Beispiel Fairbnb, genau, statt Airbnb. Ja. Die Gründer sind aus den Regionen, wo Airbnb tatsächlich so richtig zugeschlagen hat, also Amsterdam, Barcelona, Venedig. Und die Gründer von Fairbnb finden Airbnb eigentlich ganz cool. Also die nutzen das auch richtig gerne. Aber sie wissen eben, dass es richtig disruptive Kräfte hat. Also auf Gesellschaft und auch Wirtschaft. Und haben dann überlegt, okay, das geht auch in fair und kooperativ und haben Fairbnb gegründet. Und führen jetzt zum Beispiel Teile von ihren Einkommen zurück. Die gehen zu sozialen Projekten in den Regionen, um da alternativen Tourismus auch aufzubauen. Aber die Oberflächen jetzt, sagen wir mal, das sind die gleichen. Man sieht das nicht direkt, oder wie ist das? Das ist eine eigene Seite, ist auch tatsächlich Fairbnb. Ja. Und das ist halt auch ein digitales Geschäftsmodell, wie es auch bei Airbnb ist. Ja. Und ja. Aber erschließt sich mir jetzt als Benutzer, wenn ich auf diese Seite gehe, wie erschließt sich denn dann jetzt mir, ob das ein genossenschaftliches Modell ist? Oder ein das beschreiben die tatsächlich. Das beschreiben die dort. Mhm. Aha. Und da geht es auch tatsächlich wieder darum, dass man Wohnraum zur Verfügung stellt, der sonst genutzt wird. Und nicht, wie es momentan ja tatsächlich ist bei Airbnb, das hat ja den Wohnungsmarkt ja total durcheinander gerüttelt, weil Wohnungen ausschließlich nur noch bei Airbnb angeboten werden. Genau, und hat natürlich auch in Städten wie Venedig zu katastrophalen Folgen für die Einheimischen auch geführt. Okay, dann würde ich gerne noch, wäre schön, wenn Sie das nachher noch ausführen. Sie haben auch sind gerade dabei in der Gründung noch eines anderen. Das ist schon gegründet. Was ist das genau? Das ist genau das, dass wir die Struktur zur Verfügung stellen in Deutschland. Also wir sind
Menschen, die schon seit einigen Jahren auf dem Feld unterwegs sind von digitalen Genossenschaften. Und wir haben uns jetzt zusammengeschlossen und haben Ende letzten Jahres dazu selbst nochmal eine Genossenschaft gegründet. Okay, und Sie sind auch viel international verknüpft, ganz oder hauptsächlich? Ja, ganz genau. Der Begründer der Bewegung kommt aus New York. Mit dem arbeiten wir natürlich zusammen. Ist es in Amerika, da kann ich nicht das genau sagen, ist es viel stärker ausgeprägt als hier? Also ich sage mal, Plattformökonomie ist natürlich sehr stark in USA und natürlich in Asien. Da geht es ja tatsächlich gerade darum, dass Europa so das Gefühl hat, wir hinken hinterher bei der Plattformökonomie und wir sagen halt, warum bauen wir nicht unser eigenes Konzept und das eben kooperativ, sodass wirklich alle oder viele daran partizipieren. Und das würde sich natürlich, also ich sage mal, das passt natürlich besonders gut nach Deutschland mit unserer sozialen Marktwirtschaft. Okay, erstmal herzlichen Dank. Sehr gerne. Bis hierher. Dann würde ich gerne nochmal Frau Buri zurückkommen auf eben die Stiftung und wie das dann so begonnen hat. Und liebe Technik, da hätten wir gerne einen Einspieler. Hey Buri, wäre der verfügbar? Meine erste Fahrt dorthin, da gab es noch keine Straße. Und da sind wir 1,5 Stunden durch absolute Wildnis gefahren. Das Dorf liegt am Fuße des Atlas, circa 1,5 Stunden von Marrakesch entfernt. Das ist eine kleine Dorfgemeinschaft aus 4 Dörfern, die jeweils 400 bis 500 Einwohner haben. Und dort, relativ abgeschnitten von jeglicher Zivilisation, wie wir sie sehen, leben. Eigentlich dachte ich, wenn wir jetzt plötzlich in so einer Gruppe dort auflaufen, fühlen die sich vielleicht ein bisschen bedroht auch, weil sie ja auch gar nicht einschätzen können, was jetzt genau passiert. Deswegen haben wir uns auch erst nochmal zusammengesetzt. Wir hatten auch Mustafa, unseren Übersetzer, mit dabei, der das dann alles nochmal erklärt hat, was jetzt passiert, was wir gerne machen möchten, sodass wir die mit einbeziehen. Und in der ganzen Dynamik dann mit den Kindern dort sind Türen aufgegangen, die davor noch nicht aufgegangen sind. Und so ist letztendlich im Laufe dieses ganzen Tages, in dem wir dort waren, eine ganz große Herzlichkeit entstanden. Die erste Tasche habe ich von Bernd geschenkt bekommen, vor 3 Jahren. Und habe mir damals schon gedacht, wie schön die eigentlich ist. Und habe dann ein bisschen nachgeforscht, woher kommt die, was ist es für eine Tasche, was hat sie für eine Bedeutung. Und kam eben so drauf, dass es eine alte Berbertasche ist, die früher eben dort als Männertasche produziert wurde. Jede Tasche ist ein Unikat und ist zwischen 20 und 50 Jahre alt und erzählt einfach schon eine Geschichte an sich. Die Basis der orientalischen und auch hier arabischen Kultur ist Geschichten erzählen. Deswegen sind wir jetzt losgegangen und haben alte Berbermärchen in den Dörfern eingesammelt. Und jede Tasche bekommt jetzt eines dieser alten Berbermärchen mit. Unsere Welt wird dem Reichtum, den Sie besitzen, nämlich dem ganzen Kunsthandwerk, kein Wert zugeteilt. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Zugang zu den Märkten in den westlichen Ländern und können damit dem Kunsthandwerk und den Fertigkeiten und dem Wissen und der Kultur einen Markt bereiten. Und dieses Geld wiederum zurückführen, sodass wir langfristig dort Möglichkeiten schaffen, dass sich die Leute selbst ernähren können. Also wir wollen jetzt nicht einfach nur Donations geben, sondern wir haben auch den Menschen vor Ort die Idee der Zusammenarbeit erklärt. Dieses Prinzip kann man überall in der Welt anwenden. Ich würde gern dahin kommen, dass sich selbst was entwickelt. Also die Leute auch anstiften. Ja, wie schön. Auf Augenhöhe. Das ist ja eigentlich das, wo wir hinkommen sollten, überall in unseren Wertschöpfungsketten. Als Sie die Stiftung gegründet haben, hat es ja noch etwas gedauert, bis Sie dann auch Ihr Start-up ins Leben gerufen haben. Können Sie diesen Bogen noch mal beschreiben, wie es dann weiterging nach der Stiftung?
Weil ein Start-up zu gründen, das macht man ja dann auch als Frau nicht mal so eben, sondern ich glaube, da sind dann ja wieder sehr viele Skills gefragt. Ja, also ehrlicherweise bin ich ziemlich reingestolpert. Mhm. Bis es zu diesem kleinen Film kam, hat es schon mal 1,5 Jahre gedauert. Also bis man das Vertrauen von den Leuten quasi sich erarbeitet hat und so. Und dann haben wir eben dort eine gewisse Anzahl an Frauen gehabt, mit denen wir arbeiten. Ich hatte diese Taschen, diese Märchen, habe die ja verkauft. Und dann kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, also die Taschen sind ja echt wunderschön, aber die haben so einen Henkel, den kann man nicht verstellen. Und jetzt gefällt mir da die Tasche und da kann man den Henkel nicht verstellen und der ist mir aber zu kurz und da ist der Henkel super, aber die Tasche gefällt mir nicht. Kannst du nicht mal eine Tasche machen, die irgendwie passt und wo man vielleicht den Henkel verstellen kann? Und dann habe ich gesagt, nee, also ganz ehrlich, ich bin keine Designerin und das will ich auch gar nicht sein. Und jetzt such dir halt eine aus. Trotz allem, muss ich sagen, habe ich dann da tatsächlich ein bisschen schlecht von geträumt, weil ich irgendwie so dachte, das kann ja jetzt auch nicht sein und irgendwas muss man doch da machen können. Und dann bin ich zur Esmod, das ist eine Fashion-Uni in Berlin, und gesagt, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was ich machen will, aber ich habe hier so alte Taschen und ich muss da jetzt einen Henkel dran machen, dass die irgendwie verstellbar sind und ich kann das nicht, ich brauche jetzt eine Designerin. Und dann hat die Professorin gesagt, halt mal einen Vortrag und guck mal, was passiert, du kriegst eine Stunde von mir. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, Design has the power to change the world, it's in your hands, wer will mit nach Marrakesch? Oh, super. Auf Einladung. Und also, was soll ich sagen? ich hatte relativ viele Bewerbungen. Toll, und, ich auch mit. Und dann habe ich mir eine Brasilianerin tatsächlich, die diesen Kurs gemacht hat, die hat mich am meisten überzeugt, ist dann mit mir nach Marrakesch und hat ihre Masterarbeit dann mit mir geschrieben. Und wir haben zusammen an dieser alten Tasche quasi gearbeitet, das neu gemacht, sie hat es eingereicht, dann hat die einen Preis gewonnen und dann hatten wir plötzlich einen Stand auf der Fashion Week. Wow, das ist aber toll. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir einen Stand auf der Fashion Week, da muss ich ja einen Namen hinschreiben und also ich brauche jetzt ein Label. Ja, klar. Oh, und dann hatte ich ein Label. Und dann standen da die Taschen von ihr und wir haben den Namen drüber und dann kamen die Leute und haben gesagt, schöne Tasche, ich hätte gern 50. Ich so, da müssen wir mal schauen. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann wurde es, ja. Okay. Jetzt meine Frage, wie würden Sie denn zentriert Ihre Motivation beschreiben, dass Sie zu diesem Punkt gekommen sind? Was hat Sie da am meisten angetrieben? Was war das? Also am meisten angetrieben tatsächlich ist ein ganz einfaches Gefühl, da in Marokko zu leben und einfach zu sehen, wie das ist. Ich dachte einfach nur, es ist verdammt unfair. Und ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo ich studieren konnte. Ich war die erste Frau in unserer Familie, die studiert hat. Und habe immer das Gefühl gehabt, ich bin unheimlich gesegnet von dem, was ich hier tun durfte und wie meine Entwicklung fortgeschritten ist. Und ich habe so tolle Menschen und Frauen da kennengelernt, die so tolle Fähigkeiten haben und das eben nicht umsetzen durften und konnten, was sie gerne gewollt hätten. Und in mir hat sich einfach so was geregt, dass ich dachte, das ist blöd. Und, und vielleicht können wir da irgendwie was zusammen machen. Also das ist tatsächlich eine ganz simple... Mhm. Ja. Und einfach gemacht. Also das kommt ja so aus der Mitte dann. Ja. Dann macht man einfach. Ja, genau. Mhm. Deswegen ist es dann auch so... Deswegen sage ich auch, dass ich am Anfang da so reingestolpert bin, weil ich hatte nicht die Vision, ich will das große Start-up gründen und in 5 Jahren ein Unicorn haben und was auch immer. Das kam irgendwie von der anderen Seite. Und wir wurden über die Zeit professionell, ehrlicherweise. Also ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich so einen Stand habe, dann brauche ich auch ein Line-Sheet und dann muss ich auch eine Produktionskette haben, dann muss ich wissen, wo kriege ich irgendwie gut produziertes Leder in der Menge her und das kam dann letztendlich alles nachgelagert. Okay, erstmal vielen Dank. Frau Hutmann, als Sie dann eben dieses Hühnchen
sogenannte Hühnchencurry zurückhaben gehen lassen und einfach diese Jackfruit da gesehen haben, die so viel Chancen bietet. Die sieht ja schon per se, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie eine Jackfruit aussieht, aber die sieht ja in der Tat richtig interessant aus, so ein richtig rundes, stacheliges Etwas. Und Sie haben ja so ein Emblem, wo Sie vorne an der Jackfruit so eine kleine Schnauze dran gemacht haben. Also das ist ja sozusagen Fruchtfleisch, genau. Schweinchen. Und das finde ich auch unheimlich schön und ansprechend in den Bildern, die Sie haben. Sie haben dann, als Sie an dem Punkt waren, wo Sie sich das überlegt haben, steht auf Ihrer Seite so schön, jetzt musste nur noch Lieferant, Kunden, Händler, Onlineshop, Transportwege, Biozertifizierung, Preis und Unternehmensgründung her. Ja. Wie? Ja, genau. Wie haben Sie das denn dann so gemacht? Zum Glück habe ich mir nicht ganz so viel Gedanken auf einmal immer gemacht, sondern ich habe halt, also ich hatte die Motivation, das war die Jackfruit, ich habe mich dann schlau gemacht, was ist das eigentlich für eine Frucht und so weiter. Da habe ich mit Journalisten und Unis in Sri Lanka gesprochen. Und dann stellte sich auch noch heraus, dass diese Früchte so ein bisschen als arme Leute essen verpönt sind, so wie bei uns vielleicht Steckrüben. Mhm. Was passiert dann? Die Bäume stehen da, die Früchte wachsen und sie vergammeln direkt am Baum. Und da wurde so auf 70-80% aller Früchte verderben, ohne dass das irgendjemand nutzt. Und das war für mich eigentlich nochmal der zweite ausschlaggebende Moment. Das ist ein riesiger Ressourcenverbrauch, Lebensmittelverschwendung. Das muss nicht sein, das ist ein tolles Produkt. Das zweite Problem, was ich gesehen habe, es gibt immer mehr Leute in Deutschland, die sich vegetarisch oder vegan ernähren wollen. Die Alternativen, die es damals am Markt gab, fand ich furchtbar. Also es waren Produkte, deren Zutatenliste man nicht verstanden hat, die 10 Millionen Mal durch die Lebensmittelindustrie geschleust wurden. Und da dachte ich mir, und ich habe hier eine Frucht, die bringt das mit, was alle vermissen, gute Konsistenz, guter Geschmack. Da muss ich doch jetzt was machen. Waren Sie denn da auch Vegetarierin oder schon damals? Oder? Nee, aber ich sag mal so, der typische bewusste Fleischkonsument bin ich auch immer noch. Also, ja, und dann war mir klar, okay, ich muss jetzt ein paar Dinge in die Wege leiten, aber was mich als meisten interessiert hat, bin ich die Einzige, die so denkt. Oder denken das vielleicht auch noch mehr Leute, dass man was aus der Jackfruit machen sollte. Und das fand ich, ist für eine Gründung einfach sehr wichtig, dass man nicht nur allein überzeugt ist, sondern ich habe mich dann der Öffentlichkeit gestellt und an einem Business-Wettbewerb teilgenommen und habe da recht erfolgreich abgeschnitten. Und das war der Moment, alles klar, jetzt glaube ich nicht nur das, sondern es sind irgendwie auch so 500, 600 Leute, die für mich abgestimmt haben, die nicht nur meine Verwandtschaft ist, die das irgendwie aus Not machen müssen, um mir zu gefallen. Sie reden jetzt vom Crowdfunding? War noch so ein ganz kleiner Wettbewerb, so ein Startup-Wettbewerb. Und danach, als ich gesagt habe, okay, das ist jetzt, jetzt muss ich und jetzt muss ich wirklich die Dinge strukturiert angehen, Lieferanten finden und das, was Sie eben alles so schön gesagt haben. Und Sie haben ja dann auch Crowdfunding gemacht, da würde ich gleich dann nochmal gerne drauf zurückkommen. Ja. Frau Henke, können Sie einen Schlüsselmoment beschreiben, wo Sie gesagt haben, so mein Ding ist jetzt die Plattformökonomie demokratischer zu gestalten und Sie sind ja mit zwei, Sie haben ja H3O mit zwei anderen Frauen, sind also ein klassisches Frauen-Startup auch übrigens und alle drei hier auf der Bühne haben, wie ich das gesehen habe, nur auch Frauen angestellt und in Deutschland ist es ja so, dass jedes zehnte Startup, also das jünger ist als 10 Jahre, Frauen geführt ist. Und können Sie da Ihre Motivation mal benennen, was so der Ausschlag war. Würde gerne nochmal zurückgehen. Sie kommen ja eigentlich auch aus den Wissenschaften und was haben Sie vorher nochmal ganz dezidiert gemacht? Das hatte ich eben. Ja, ich hab ganz klassisch eine Ausbildung tatsächlich gemacht. Ich komme ja aus Hamburg, Außenhandel. Ach so, okay. Ja. Macht ja jeder da. Ich habe ja sogar noch Außenhandelskaufmann gelernt. Ah ja. In den 80ern hat man auch Mann gelernt. Ja. Was war denn so Ihre Motivation oder auch so ein Schlüsselmoment? Ja, mein allererster Arbeitstag tatsächlich. Ah ja. Und da war mir klar, diese Form der Arbeit,
das ist nicht meine, also der Rahmen, die Arbeitsbedingungen, sage ich mal. Und mir ist sehr schnell bewusst geworden, was Kooperation ausmacht. Also was Kooperation im positiven und im nicht positiven Sinn ausmacht. Also wie gut es funktionieren kann, wenn man kooperieren kann und will. Mhm. Und was es mit uns auch macht, wenn wir nicht kooperieren. Und im Arbeitsumfeld. Was macht es? Wie würden Sie Kooperation in Ihrer Definition beschreiben? Also wirklich ein Zusammenwirken auf Augenhöhe. Mhm. Das ist etwas, was für mich tatsächlich sehr wichtig ist. Mhm. Und das war am allerersten Arbeitstag tatsächlich, war mir das sehr, sehr bewusst. Und ich habe mir überlegt, das muss anders gehen. Also wo waren Sie da? Was war der erste Arbeitstag? Das war tatsächlich Außenhandel. Ach so, okay. Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung gemacht. Und da war mir klar, das muss irgendwie, Arbeitsbedingungen müssen anders sein, diese starren Arbeitsbedingungen, damit konnte ich mich überhaupt nicht erwärmen oder dafür. Und Kooperation. Und dann, was haben Sie gemacht? Dann Sie haben das nach der Ausbildung bin ich erstmal ein Jahr alleine durch Südamerika gereist. Durch Südamerika. Ah, wie schön. Ja. Ah, haben Sie auch. Und war da irgendwie noch was Besonderes aus dieser Kultur, was Sie mitgenommen haben? Ja. Oder was war das, eine Findungsreise oder wie? Es war einfach ein bisschen rumgucken, tatsächlich. Und mir ist aufgefallen, dass die Arbeitsbedingungen für Frauen in Südamerika ja noch sehr viel schlechter waren, als ich sie für mich in Hamburg wahrgenommen habe. Das war auch einer der Gründe, warum ich wieder zurückgekommen bin. Also okay. Mir ist auch klar geworden, also wir leben in einem Land, was wirklich schon sehr viele Dinge bereithält, aber nicht alle für Frauen tatsächlich. Ja, wir sind ja, was den Gender Gap erwähnte jemand oder Sie erwähnten, was den Gender Gap betrifft, steht Deutschland ja an 10. Stelle, also hinter Ruanda und Spanien, das wollte ich dann nur mal sagen. Mhm. Wir können also vielleicht noch etwas von Ruanda lernen. Ja. Wie kamen Sie denn zu Ihrem H3O mit den anderen beiden Damen? Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe alle 2 Jahre tatsächlich meinen Job und oder die Firma gewechselt, weil jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, ich kann das alles, dachte ich so, ja, da kann ich auch gehen, weil was soll ich dann hier noch? Und dann bin ich noch mal ein Jahr nach Mittelamerika gefahren, weil ich dachte, Südamerika kenne ich jetzt, dann gucke ich mir noch mal Mittelamerika an und dann... Ja, dann hatte ich irgendwann das Gefühl, so jetzt muss ich aber mal irgendwie, brauche ich noch mal so ein bisschen theoretischen Hintergrund und habe mir überlegt, ich würde gern studieren. Da hatte ich dann aber allerdings schon fast 20 Jahre Arbeits-, also praktische Jahre hinter mich gebracht. Und dann bin ich auf einen Arbeitgeber getroffen, der gesagt hat, ja, kein Problem, kannst du während der Arbeitszeit machen. Und da hatte ich eine Führungsposition und die haben mich sozusagen freigestellt, um an der Uni studieren zu können. Das habe ich dann gemacht, habe mein Diplom gemacht und dachte dann so, das ist schön. Worin genau? Ein interdisziplinärer Studiengang, Wirtschaftswissenschaften und Soziologie. Okay. Und dann dachte ich, ach, dann kann ich auch einen Master machen. Da gab es gerade den Master, wurde gerade alles umgestellt. Dachte ich, oh, mache ich gleich einen Master noch. Und dann haben die Gesellschafter gewechselt und die Gesellschafter, die neuen, für die war das undenkbar, dass man arbeitet und studiert. Also nicht nur in dem Alter, aber auch, dass man das irgendwie unter einen Hut kriegen kann. Das war für die völlig unvorstellbar. Und dann war eine Zusammenarbeit natürlich unvorstellbar für mich. Und okay. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, dann arbeite ich jetzt freiberuflich weiter. Guck mal, dass ich jetzt endlich mal an den Arbeitsformen arbeite, die ich gerne haben möchte. Die hatte ich in dem Unternehmen vorher ja schon gehabt. Na, aber das war dann eben da so nicht mehr. Und dann dachte ich, ja gut, mache ich freiberuflich weiter. Dann habe ich danach ein Unternehmen gegründet mit einer ehemaligen Kommilitonin tatsächlich. Also noch nicht H3? Da noch nicht. Oh. Da haben wir nochmal dann ein anderes Unternehmen gegründet und haben gesagt, so, wir haben super zusammengearbeitet im Studium oder während des Studiums, hatten super viel Freude, haben tolle Ergebnisse erzielt mit einer Leichtigkeit. Da habe ich gesagt, oh, das ist sehr selten im Arbeitsbereich, da muss man festhalten, das muss man sich bewahren. Und dann haben wir tatsächlich zusammen unser erstes Unternehmen gegründet. Mhm. Und dann, sage ich mal, Genossenschaften haben mich schon lange begleitet in ganz unterschiedlichen Formen. Dann dachte ich so, okay, jetzt ist es an der Zeit, eine Genossenschaft zu gründen. Und das wurde dann H3O. Das wurde H3O. Und genau, da kam dann noch eine dritte Dame dazu. Ganz genau, ja. Also wir haben sozusagen uns zusammengefunden mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen und haben überlegt, dass wir gerne zusammenarbeiten wollen und haben dann überlegt, okay, wie können wir das
in welcher Form und wie wollen wir, was wollen wir eigentlich machen? Und Sie sind ja, Sie haben ja jetzt gerade noch ein neues, neue Plattform gegründet. Ist die noch in Gründung oder ist schon gegründet? Die ist schnell gegründet worden, ja. Und was ist das genau? Das sind also H3U ist etwas, wir kümmern uns um soziale Innovation, weil das ist eigentlich ein Riesenthema. Wenn, also vielleicht einfach nur mal so ganz allgemein, wenn ich sage, wir machen soziale Innovation und wir sind eine Genossenschaft, dann habe ich alle verloren, ist klar. Ne? Also 95% wissen nicht, was eine soziale Innovation ist und 95%, die anderen 95% wissen auch nicht, was eine Genossenschaft ist. Also das ist sehr erklärungsbedürftig immer. Ja? Alles ja, sehr. Also in meiner Praxis. Also mein Finanzamt meinte, als ich persönlich eine Steuernummer beantragen wollte, meinte zu mir, Frau Henke, keine, also was brauchen wir denn da für ein Formular für Sie als Genossenschaft? Okay. Lass ich jetzt mal so stehen, da ja, kann ich das... Ist also meine Erfahrung. Aber wie können Sie uns denn jetzt, also soziale Innovation, genau. Wie können Sie die mal greifbar machen für uns? Also soziale Innovation ist letztendlich etwas, wenn Sie es vom Menschen her denken. Also auch gerade Technologie. Also wenn es nicht vom Menschen her gedacht wird, dann gibt es so ganz schräge Ergebnisse, die wir eigentlich überall haben, in meinen Augen. Also nur mal ganz kleines Beispiel. IBAN. Als die IBAN eingeführt wurde, weiß ich nicht, vor 10 Jahren, wann wurde die eingeführt? So um und bei, glaube ich. Ne? Das weiß ich nicht. Da habe ich das erste Mal eine Online-Überweisung gemacht, habe gesagt, so, das war doch nicht menschenzentriert, diese neue Erfindung. Wenn Sie mal versuchen, so ohne Leerzeile diese Dinge in den PC einzutippen, dann wissen Sie, was ich meine. Und das betrifft mal gerade in Europa mal so schlappe 300 Millionen Leute. Okay. Und wenn Sie viele Überweisungen tätigen und wenn Sie viele Kunden haben, die diese ganze IBAN-Geschichte zusammenschreibt, dann ist das echt eine Aufgabe, finde ich, die nicht wirklich, also ich sag mal, wir sind nicht dafür gemacht, lange Zahlenkolonnen einzugeben. Mhm. Gerade wenn da noch so 7 Nullen irgendwo dazwischen sind, da zähle ich aber wirklich, ich habe so eine Kontonummer, da muss ich aber wirklich mal 4-mal nachzählen, ne? Und das sind einfach, das ist ein winziges Beispiel jetzt, aber das ist etwas, wenn Sie Dinge oder auch gerade technische Dinge, wenn Sie da den Menschen nicht mitdenken. Ja. Das passiert. Und das ist ja nur ein winziges Beispiel. Das treibt Sie halt einfach in diesen und gerade Dingen jetzt, an. Ja, und ich sage gerade jetzt tatsächlich in den Zeiten, in denen wir uns bewegen, wenn wir da Dinge, wenn wir den Menschen da nicht mitdenken oder von dem Menschen ausdenken, dann vergessen wir ihn auch. Und dann entwickeln wir auch tatsächlich Dinge, die im wahrsten Sinne des Wortes kein Mensch braucht. Das ist eine schöne Aussage, ja, die finde ich sehr gut. Ja, ja, finde ich auch. Wir sollten ja eigentlich alles vom Menschen ausdenken. Würde ich empfehlen. Finde ich sinnvoll. Und dann habe ich gelesen, Sie kooperieren auch noch mit Smart Deutschland. Ja. Einer Genossenschaft, können Sie das noch kurz erzählen, was Smart Deutschland ist? Smart, das ist eine riesige Genossenschaft, also nicht in Deutschland, aber insgesamt in Europa mit etwa 80.000 Mitgliedern. Und Smart macht, verbessert Arbeitsbedingungen für Künstler. Und Kreative. Ganz genau. Und zwar ist es tatsächlich so, dass auch Künstler, gerade wenn sie internationale Gigs haben oder etwas, dass sie sich ja eigentlich mit internationalem Recht auskennen müssen, Vertragsrecht und all solchen Dingen. Und das ist sehr mühsam und auch zum Teil einfach schwierig, dass das Geld auch rechtzeitig reinkommt. Und das übernimmt Smart, also genossenschaftlich, die bilden eine Struktur für Künstler und Kreative. Okay. Mhm. Und das ist dann so, dass als wären Sie bei der Genossenschaft quasi angestellt und das Geld geht zur Genossenschaft und dann zu den Künstlern sozusagen. Oder, nein, das lösen Sie tatsächlich sogar. Die Künstler können über Smart abrechnen und bekommen auf jeden Fall garantiert, ich glaube nach 2 Wochen, ihre Überweisung. Also sie bekommen das Geld tatsächlich und Smart, die Genossenschaft kümmert sich dann darum, dass das Geld auch tatsächlich zur Genossenschaft kommt. Ja, also für Freischaffende, für Künstler ja ein sehr ganz wichtiges sicher, Modell, weil da gibt es ja im Moment auch große Turbulenzen, was die Rente betrifft und so weiter und so fort. Erstmal herzlichen Dank. Gerne. Wir würden gerne mal noch einen kleinen Appetizer haben, was die Checkfruit betrifft, damit wir alle mal noch so Lust haben nachher auf so ein paar Checkfruit-Häppchen. Hätten wir da was, liebe Technik?
Ziemlich geil. Ja, ich bin selbst sehr begeistert von Jack Fruit und esse das seit vielen Jahren. Also eine tolle Alternative auch. Wir hatten das Thema beim anderen Lichtgespräch zu der Fleischthematik und einer wirklich tollen Alternative. Dankeschön. Ja, ich würde ganz gerne jetzt mit Ihnen mal über das Thema sprechen, Fehler machen, Rückschläge. Es heißt, Frauen vermeiden das eher, Fehler zu machen oder haben eher Angst vor Rückschlägen. Können Sie das denn für sich bejahen oder was haben Sie denn persönlich für Erfahrungen? Also ich kann es für mich überhaupt nicht bestätigen. Ich kenne es aber vielleicht von anderen Frauen. Aber für mich geht es darum, eigentlich sehr, sehr viele Fehler zu machen. Und wenn man viele kleine Fehler macht, dann bewahrt einem das, die großen Fehler zu machen. Mhm. Also ich hoffe auch, dass meine Mitarbeiterinnen sehr, sehr viele Fehler machen, über die wir danach sprechen können. Also ich glaube, das ist so ein deutsches Phänomen auch, dass man extrem Angst vorm Fehler machen hat. Aber wenn Kinder keine Fehler machen würden, dann würden die niemals laufen oder niemals sprechen. Und ich glaube, das ist was, was man sich auch ins Erwachsenenalter retten muss. Und da weiß ich gar nicht, ist das wirklich ein Mann- oder Frauenthema? Ich glaube auch, gerade als Unternehmerin oder auch als Unternehmer, das betrifft auch wieder beide Geschlechter, muss man eine Fehleraffinität haben, weil ohne die geht man nicht ins Risiko und ohne Risikoaffinität gründet man keine Unternehmen. Also, weil es ist mit Chancen verbunden, mit Risiken verbunden und man darf dann nur nicht zweimal den gleichen machen, sagt man ja. Macht man trotzdem auch manchmal. Ja. Aber man muss lernen, die großen Fehler, die großen Risiken besser einzuschätzen und die zu vermeiden. Aber die kleinen Fehler bringen einen nur weiter. Können Sie denn mal einen Fehler benennen, den Sie gemacht haben und wo Sie wirklich auch was daraus gelernt haben und was wichtig war? Mein ersten Import. Da habe ich meine ersten Jackfruit-Dosen bestellt und ich dachte, das klappt alles super. Und dann kam das an und dann ging das auch durch den Zoll. Das war alles super anstrengend, aber am Ende geschafft. Und dann macht man den ersten Karton aus und man sieht verbeulte Dosen, keine Etiketten drauf, alles falsch, was man an so einem Produkt machen kann. Ich wusste noch nicht mal, kann ich das überhaupt selber essen, geschweige denn jemand anderem anzubieten. Und dann denkt man so, okay, ja, innerhalb von einer Minute eigentlich einen Kleinwagen zerstört. Also rechtlich nicht abgesichert, Qualitätsmanagement stand noch nicht da. Und was lernt man daraus? Okay, ich muss genauer hinschauen, ich muss vorher die Sachen regeln, ich muss vorher die Sachen prüfen, ich brauche vertrauenswürdige Partner. Und an dem Punkt hätte ich aufgeben können, weil in dem Moment habe ich mein Startkapital einmal komplett gegen die Wand gefahren. Wie gesagt, innerhalb von einmal Karton öffnen. Mhm. Dann habe ich mich aber dazu entschieden, nee, jetzt erst recht. Und jetzt mache ich es halt ordentlich. Und das hat mich dazu geführt, dass ich einen ganz tollen Lieferanten gefunden habe in Sri Lanka, mit dem ich immer noch zusammenarbeite, wo sich eine partnerschaftliche Beziehung entwickelt hat. Und zum heutigen Tag haben wir gerade den TÜV bei uns zusammen im Hause gehabt, der uns mit Brief und Siegel bestätigt hat, dass unser Qualitätsmanagement top ist. Und ich glaube, da wäre ich niemals hingekommen, hätte ich nicht diesen ersten Import versammelt und gewusst habe danach, was für ein Risiko damit eigentlich verbunden ist, wenn man die Sachen vorab nicht ordentlich prüft. Und jetzt kommt bei uns nichts ins Haus, was nicht top von der Qualität ist. Ja, super. Mhm. Frau Bori, haben Sie auch so eine Erfahrung, wo Sie sagen, ja, das ist ein... So, wir können jetzt den Abend irgendwie, naja. Wenn wir alle drei, alle unsere... Nein, aber mal so ein prägnantes Highlight, was Ihnen auch noch gut in Erinnerung ist. Ja, auf Haben jeden Sie. Fall. Aber ich wollte gerade sagen, es ist, was du alles gesagt hast, es trifft quasi eins zu eins für mich auch zu. Ich glaube, dass die Branchen gar nicht so unähnlich sind mit der Liquiditätsplanung vor Investment. Man muss erstmal alles vorfinanzieren. Das heißt, man hat ständig ein hohes Risiko, weil wir ja erstmal kaufen, das alles vorfinanzieren, bis wir das dann hier verkaufen und hoffen, dass der Handel oder der Konsument irgendwann mal zahlt.
Also da sind, da sind per se schon viele, viele Risiken mit involviert. Und wenn man, ja, wenn man da nicht eine gewisse Offenheit und trotzdem noch gut schlafen kann, dann braucht man es tatsächlich nicht anfangen. Aber jetzt zu dem Thema Fehler. Wir haben letztes Jahr angefangen, auch handgemachte Schuhe, so Slipper aus Palmblättern zu verkaufen. Und haben zwei Sachen übersehen. Das eine war in der Lieferung, die werden von 50 verschiedenen Frauen geknüpft. Und die eine ist halt ein bisschen stärker und knüpft ein bisschen enger und die andere ist ein bisschen höher und die knüpft ein bisschen lockerer. Das heißt, eine 38 ist mal eine 39 und eine 37 ist mal eine 40. Und das heißt, wir haben dann tatsächlich jedes Paar, das hier ankam, separat nochmal probiert, um dann quasi es auszuzeichnen, welche Größe es tatsächlich ist. Das war das eine. Das haben wir aber noch einigermaßen abgefedert. Wir haben die dann aber in so Säckchen gepackt, die wir ganz toll fanden, weil da steht dann unser Spruch drauf, Together we make it fashionable to care, und dachten, oh, super für die Läden. Wir haben dadurch tatsächlich die Hälfte unserer Shops verloren, weil die gar nicht, die sind Schuhkartons gewöhnt. Ja, und dann können die eben stapeln. Der POS ist auf Schuhkartons abgestellt, da können sie die drauf packen. Und mit unseren super süßen Säckchen konnten die einfach mal gar nichts anfangen. Wir haben, wie gesagt, die einen verloren, die Hälfte hat es zurückgeschickt, weil sie gesagt haben, habt ihr auch mal irgendwie mitgedacht. Und dieses Jahr haben wir dann tatsächlich alles umgestellt, haben super schöne Schuhkartons, haben wieder die wir verloren haben, haben wir jetzt wieder neue dazu gewonnen. Ich hoffe, die behalten wir jetzt und gewinnen nächstes Jahr tatsächlich dann noch mehr neue dazu. Aber ja, so sind es. Zu den Schuhkartons habe ich noch eine Idee, da müssen Sie mich nachher bitte ansprechen, Herr Knoten. Aber ich habe noch eine Frage. Gab es denn auch mal so einen Moment, und das hat man ja auch schon mal, wo man sagt, nee, jetzt reicht es mir, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt kann ich nicht mehr. Also so, wo man wirklich an so einen Punkt kommt. Gab es da auch mal so einen Moment? Oder... Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn man nicht Momente der Frustration hätte. Ja? Und die hatte ich definitiv auch. Also auch, wie du gesagt hast, so, da hätte ich auch hinschmeißen können. Tatsächlich den Moment, wo ich gesagt habe, ich mache es nicht weiter, den hatte ich noch nicht wirklich. Nee. Also es war schon immer klar, dass ich weitermache, auch wenn ich mal zwei Tage da saß und gedacht habe, oh, ich könnte jetzt die ganzen Frauen da... so, ja. Aber die Option aufzugeben war irgendwie nicht da. Das war noch nicht an so einem Punkt. Okay. Frau Henke, wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie auch so einen Punkt, wo Sie sagen, ja, das war schon ein Fehler oder ein Rückschlag, aber da habe ich viel draus gezogen? Also ich sage mal, dass Fehler und Rückschläge, das ist ja, glaube ich, das sehe ich ähnlich, wenn man das nicht irgendwie mitdenkt, dann braucht man sich, glaube ich, nicht selbstständig zu machen. Also wir hatten eigentlich eine ganze Zeit lang das Problem, dass wir immer zu früh waren mit unseren Ideen. Und das war etwas, wir sehen dann normalerweise läuft man ja gegen Wände mit Dingen, die man hat. Und wir sind noch nicht mal gegen Wände gelaufen, weil da gar nichts war. Das war alles so blankes Unverstehen oder Nichtverstehen. Ja. Und das war wirklich so, wo wir dachten, so, wow, was ist denn hier los? Also das hatten wir mit ziemlich vielen Projekten tatsächlich. Okay. Und ich glaube, was Unternehmer auch wirklich auszeichnet, oder erfolgreiche Unternehmer dann wahrscheinlich auch, Durchhaltevermögen. Mhm. Und auch immer wieder auch nochmal abändern, nochmal schauen, nochmal anders herangehen, vielleicht auch mal positiv prokrastinieren, also auch wirklich mal eine Zeit lang das nochmal liegen zu lassen und zu gucken, weil sich dann tatsächlich auch nochmal Gelegenheiten ergeben, wo es dann einfach plötzlich wunderbar reinpasst, tatsächlich. Und das ist etwas so, also ich sag mal, wenn so ein Projekt oder so eine Idee so auf der Hand liegt, ne, wenn man sagt so, ja, ist ja klar, muss ja so sein, dann sehen ja andere nicht, dass sie ja im Grunde 1000 andere Alternativen, wie es auch hätte sein können, ausgeschlossen haben, aber indem sie alle Wege gegangen sind und ausprobiert haben. Und dann ist die Essenz letztlich das, wo man sagt, so, liegt doch auf der Hand.
Also ne, Edison meinte doch irgendwann mal, ich kenne ja 1000 Möglichkeiten, wie Glühfäden nicht funktionieren. Und das ist genau das. Ne? Und wenn man eine gute Idee haben möchte, dann braucht man manchmal wirklich viele, damit es dann eine gute Idee wird. Und auch wirklich viele Wege, um vorher auch mal ausprobiert zu haben. Und ich glaube, so dieses, da auch das Spielerische zu behalten und da auch einfach zu sagen, so, ja, ne, die Idee ist super, versuchen wir es nochmal anders. Ne? Und das ist etwas, was, weshalb ich persönlich auch nie gern in großen Unternehmen gearbeitet habe, tatsächlich, und auch unsere Unternehmen nicht so groß sind, weil es einfach diese Flexibilität auch braucht. Weil manchmal auch Projekte, das ist ein Prozess. Und das ist gerade hier mit, ich sag mal, mit Obst. Das ist einfach klar, wenn man eine Jackfruit eine Woche zu früh erntet, ja, dann hat man gar nichts. Dann ist wirklich alles hin, die ganze Arbeit. Und man hat etwas, was nicht schmeckt. Also das ist, und hätte man eine Woche gewartet oder zwei oder was auch immer, dann hat man die leckerste. Also ne, das ist einfach auch mit Projekten manchmal so. Die brauchen einfach ihre Zeit. Und das ist vielleicht auch, also ich sag mal, vielleicht ist es tatsächlich auch etwas, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, vielleicht auch tatsächlich etwas Weibliches, wo man vielleicht auch erstmal sagt, so, dass man vielleicht Dinge auch die Zeit gibt. Reifen lässt, ja. Ganz genau, dass man es auch ja wirklich im Kopf hat. Ne? Ja. Und dass man nicht sagt, so, ja, ist aber eine Deadline. Ja, nützt dir aber nichts. Ne? Ja. Wenn die Jackfruit nicht weiß, dass da eine Deadline ist. Ne? Genau, ja. Gutes Beispiel, ja. Ich erweitere den Kreis der Gründerinnen noch einmal gedacht. Und zwar habe ich gerade das Buch von Sarah Nuro gelesen, Roots. Und die wird Ihnen vielleicht bekannt sein. Es war das erste farbige Model, das 2009 bei diesem Format von Frau Heidi Klum den ersten Preis gemacht hat. Und sie beschreibt in diesem Buch, wie sie von diesem Model, das dann durch die Welt gereist ist, irgendwann sich nach der Sinnhaftigkeit gefragt hat. Und ihre Eltern kommen ja aus Äthiopien. Und sie hat dann ein wunderbares Business gegründet, nämlich mit Frauen zusammen, und hat ein Kaffeeunternehmen, ist auch in Berlin ansässig, ins Leben gerufen. Und ich möchte mal zitieren, was sie sagt. Sie sagt in ihrem Buch, sie hatte das Schlüsselerlebnis durch ein Buch von Blake McCosey, dem Gründer von Toms, einer Schuhmarke, deren Konzept es ist, für jedes Paar verkaufter Schuhe ein weiteres Paar an bedürftige Kinder zu spenden. Toms heißt in der Kürzung Tomorrow's Shoes. Und der Titel von dem Buch von Blake McCosey heißt Start Something That Matters. Also Social Business und wie man durch wirtschaftliches Handeln auch Gutes tun kann. Und in Deutschland bezeichnet sich ja jede zweite Female Founderin als Social Entrepreneur. Also, und das ist eigentlich eine hohe Zahl bei den Gründerinnen. Es sind 15,1% Frauen in Deutschland im Moment, die Start-ups gründen. Und ich fand das so schön. Und dann schreibt sie weiter, beim Lesen des Buches bekam ich das Gefühl, dass es völlig in Ordnung ist, beim Gründen Fehler zu machen, wenn man bereit ist, aus ihnen zu lernen. Man muss nicht den perfekten Businessplan und ein existierendes Netzwerk haben, um mit einem Start-up erfolgreich zu sein. Es gab mehr als einen Weg, eine Firma zu gründen. Und wirtschaftliches Denken und Wohltätigkeit müssen sich nicht ausschließen. Beschreibt für mich ganz schön, dass Frauen beim Gründen irgendwie doch anders vorgehen. Wie würden Sie das denn bezeichnen, Frau Buri? Wie Frauen da gegebenenfalls andere Wege suchen, weil Sie haben es ja selber schön beschrieben, Sie haben ja auch das nicht alles geplant, sondern es hat sich ja so entwickelt und Sie haben dem ja auch augenscheinlich den Raum zur Entwicklung gegeben. Ja, jetzt komme ich ja aus Berlin und kenne tatsächlich auch relativ viele junge Gründerinnen. Okay. Da ist ja so dieses Startup-Bubble-Hub. Ja, das stimmt. Und auch was Social Business angeht, ja relativ viele, und ich habe so das Gefühl, dass Frauen öfter aus einer inneren Überzeugung oder aus so einem Erlebnis, auch wie du, heraus gründen, als das so am Reißbrett planen und sagen, ich möchte da und da und da irgendwie hin und dieses auch oft monetär unterfüttern. Also, und es gibt eben bei Frauen schon öfter dieses Überzeugungstätertum,
sage ich jetzt mal. Also im positivsten Sinne. Ja, also das ist nur positiv, ja, ja, klar. Und das ist so mein Gefühl. Es gibt auch andere Frauen, die sehr kommerzielle Startups in sehr hohe Höhen getrieben haben. Schau mal Amorelian oder auch Outfittery oder sowas. Ja. Da gibt es einfach auch tolle Beispiele von Unternehmerinnen, die Millionen Invests bekommen haben und Outfittery Riesenunternehmen, 15 Millionen. Ja, Riesenunternehmen gebaut haben. Ja. Ja? Also das ist jetzt nicht immer nur so. Aber wenn man jetzt mal so schaut in dem Social-Bereich, glaube ich, finden sich viele Frauen leichter wieder als in dem klassischen Millionen-Business. Kommen wir mal zu einem delikaten Thema, Finanzen. Da heißt es ja auch, Frauen haben ein anderes Verhältnis zum Geld wie Männer oder gehen da anders mit um. Und das zeigt sich ja auch gerade im Venture-Kapital, dass Frauen eben auch nicht so viel Risikogeld aufnehmen wie Männer. Das ist also in den Studien bewiesen. Frau Hutmann, jetzt mal eine Frage zu Ihnen. Wie haben Sie denn die Nummer finanziert? Ich habe mir als erstes mein eigenes Konto angeguckt, das hat nicht gereicht. Dann habe ich meine Eltern gefragt. Mhm. Auch ein schöner Weg. Ja, genau. Also die haben mich zumindest unterstützt. Und ich habe einen Bootstrap-Ansatz gewählt am Anfang. Das bedeutet, halte die Kosten so klein, wie es geht und probiere dich schnellstmöglich aus dem Cashflow zu finanzieren, also aus den direkten Umsätzen, die man macht. Da habe ich dann aber auch gesagt, man kommt an seine Grenzen. Ich habe mich dann ausprobiert an dem Crowdfunding. Das ist ja auch so ein bisschen hip. Das macht man irgendwie so auch, wenn man so ein Startup gründet. Moment mal, aber das ist doch was Tolles, weil da kann man doch schon auch die Akzeptanz erfahren, und dieses Produktes, was man da... Und das ist eigentlich das viel Spannendere als die eigentliche Finanzierung. Ich glaube, mich hat das Crowdfunding an sich wahrscheinlich ähnlich viel Geld gekostet und Aufwand und Nerven, wie das Geld, was man am Ende dann eingenommen hat. Wann war das? 2014, ne? Oder etwas später? Nee, das war 2016. Ich darf sagen, dass ich an dem Crowdfunding von Frau Hutmann teilgenommen habe. Genau, also da, das war für mich eine tolle Erfahrung, aber es ging viel mehr wiederum um die Kunden, die letztendlich das Unternehmen ja finanzieren. Und ja, das war toll, das hat man gemacht, da ist man zum ersten Mal dann wieder nochmal in die große Öffentlichkeit gegangen und dann habe ich an einer doch deutschlandweit bekannten Gründershow... Okay, ich wollte aber noch kurz bei dem... ich wollte noch kurz einhaken, über was für eine Dimension sprechen wir denn jetzt überhaupt bei dem Crowdfunding? Also bei dem Crowdfunding kam ein bisschen mehr als 10.000 Euro. Ah, okay, und was haben Sie dann mit diesem Betrag erstmal in die Wege geleitet, wenn ich das so direkt fragen darf? Also da ging es darum, prinzipiell überhaupt mal ein bisschen mehr Luft zu kriegen, um, sage ich mal, die Sachen hierher zu holen, diese Vorfinanzierung, was du ja auch schon meintest, eine Liquidität zu erzeugen. Es ging um eine Produktentwicklung, die wir anstoßen wollten. Und wer ist wir? Wie viele Leute waren denn dann da schon beteiligt? Ich und eine Studentin. Ah, okay. Also wir waren damals, ich war nicht mehr alleine, aber ich hatte jemanden, der mit 5 Stunden die Woche aushilft. Okay. Wir brauchten also Geld und wir sind mittlerweile 4. Das ist auch nicht viel größer, aber es fühlt sich schon wesentlich professioneller an. Die arbeiten mittlerweile auch Vollzeit. Ja. Genau, und da ging es darum, einfach so ein bisschen mehr Luft zu haben, neue Produkte zu entwickeln. Und genau, das war das Ziel des Crowdfundings. Mhm. Ja, Frau Henke, Sie haben ja viel mit Frauen gearbeitet, die gegründet haben, aber auch wieder zurück in den Beruf wollten. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht, was Frauen und Finanzen betrifft? Können Sie da berichten? Also die Frauen, mit denen ich zu tun hatte, also wir haben sozusagen, ich war mal und ich habe also überwiegend Frauen bei beruflichen Herausforderungen unterstützt oder dazu beraten. Mhm. Und Geld war natürlich immer ein Riesenthema. Ja. Und viele haben tatsächlich auch erstmal überlegt, ob sie im Nebenerwerb gründen. Mhm. Also das wirklich erstmal finanziell auch relativ gering zu halten, also mit denen ich zu tun hatte. Ja. Und das ist einfach auch, ist ja natürlich auch ein Schritt, weil, also ich sag mal, unsere gesamte Wirtschaft ist ja komplett auf Arbeitnehmer zugeschnitten.
Und ich meine auch Arbeitnehmer und nicht Arbeitnehmerinnen. Das habe ich schon verstanden, ja. Und unsere kompletten solidarischen Sicherheitssysteme ist alles auf Arbeitnehmer zugeschnitten. Also auch noch ein sehr patriarchales Modell, ein klassisches Modell. Und wir sind halt kein Land der Selbstständigen. Ich weiß nicht, auf welchem Rang wir momentan rumdümpeln, aber sind eher auf den hinteren Rängen sind wir unterwegs. Also wir sind kein Land der Gründer. Und ich sag mal, Frauen sind von diesen solidarischen Sicherheitssystemen, ich sag mal, hatte ich ja gerade neulich gehört, als Friseurin ein Leben lang gearbeitet, bekommt 500 Euro Rente. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, so, das kann ja irgendwie nicht wahr sein. Teilzeit ist auch so eine Sache, ne, das wirkt sich auch wieder auf die Rente aus. Also ich sag mal, als Arbeitnehmer, also unsere Sicherheitssysteme sind nicht für Arbeitnehmerinnen gedacht. Mhm. Und für Gründerinnen schon mal gerade gar nicht. Weil als Unternehmer oder als Gründerin sind sie aus den Sicherheitssystemen ja komplett raus. Hm. Ja, finde ich, also das macht das Ganze ja auch schwierig. Ja. Also ich sag mal, das ist das Problem, dass man nicht einfach mal so hin und her switchen kann. Hm. Ja, weil ich kann mir das, also ich sag mal, wir haben ja alle auch sehr unterschiedliche Dinge gemacht, aber dass man einfach auch mal sagt, so, ich probiere meine Selbstständigkeit aus und gehe dann einfach nach ein paar Jahren wieder zurück. Hm. Ja, das ist gar nicht, also ich sag mal, unsere Arbeitswelt ist nicht durchlässig. Diese unterbrochenen Arbeitsbiografien kommen dann nicht gut an. 2 Jahre im Ausland gewesen. Ich kann Ihnen sagen, das war gar nicht witzig. Das für ganz viele Arbeitnehmer vorstellen. Damals. Ja. Ja. Lieber. Mhm. Wie sehen Sie das, Frau Bori? Haben Sie da... was jetzt genau? Dass das eben für Frauen erstmal wesentlich schwieriger ist und wie Frauen eben mit diesem Thema Finanzen umgehen und wie man das vielleicht auch verändern kann. Ja, also... Ich glaube, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlicherweise. Ja, auf der einen Seite, glaube ich, trauen wir Frauen uns nicht selbstbewusst genug gegenüber Investoren aufzutreten und diese großen Bilder zu malen, die eben manche Männer irgendwie ranmalen, auch wenn die teilweise unrealistisch sind, aber dann dampft man sie wieder zusammen und dann kriegen sie aber trotzdem dieses Invest, weil am Anfang geht es ja erstmal darum, die Investoren davon von einer Idee zu überzeugen und dass man dahinter steht und ich glaube, wir sind manchmal zu ehrlich realistisch in unserer Darstellung der Sachlage und da in den letzten 20, 30 Jahren oder vielleicht auch nur, ja, wann hat es angefangen mit den Startups, 20 Jahren, die Investoren aber gewöhnt sind, dass sie große Bilder gemalt bekommen, finden sie so realistisch gemalte Bilder unsexy und geben deswegen Frauen eben vielleicht nicht ganz so viel Geld, wie vielleicht manche Männer bekommen. Ich sage aber nicht, dass ich jetzt anderen Frauen rate, hey, lernt irgendwie große unrealistische Bilder zu malen, damit ihr viel Geld kriegt, weil das widerstrebt ja wieder dem gesamten Wirtschaftsbild, dem ich gerne dienen möchte. Ja, nämlich, dass wir Profit neu definieren, Erfolg neu definieren und lauter solche Dinge, sondern dass es eben realistischer wird. Nur auf die Frage, warum Frauen weniger Geld bekommen, glaube ich, liegt es viel daran, dass wir einfach anders präsentieren und der jetzige Markt der Investoren das nicht so gewöhnt ist. Oder das nicht so sexy finden, wie Sie gesagt haben. Ja. Mhm. Da machen wir dann gerade mal den kleinen Schwenker zu Ihrem eben schon benannten Format. Frau Hutmann, Sie haben ja dann eben saßen ja in der Höhle des Löwen. Da habe ich noch drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, jetzt haben die ja dieses Format da schon lange. Es wäre ja eigentlich mal spannend, ein Format zu kreieren, was die Höhle der Löwinnen heißt, weil in diesem Format, was Sie da benennen, sind ja auch Männer dominant, muss man ja ganz klar sagen. Sie hatten, glaube ich, mitgemacht, da war noch der Frank Thelen dabei und der Georg Kofler und der Maschmeyer. Der Maschmeyer, genau. Wie viele Damen waren dabei? Eine, nur die Dagmar Wörl. Ja, also finde ich auch völlig nicht balanciert, wenn ich das mal so sagen darf. Können Sie denn da Ihre Erfahrungen mal beschreiben, weil Sie haben ja da Angebote bekommen, sexy Angebote und haben dann aber abgelehnt. Genau, also bei mir war es so, dass die Show auf uns zugekommen ist und die haben so ihre Scouts in der Startup-Branche und die haben dann angefragt, dann habe ich gesagt, nö,
Dann haben die nochmal angefragt und dachte mir, okay, jetzt liegt es vor meinen Füßen, jetzt muss ich es machen. Das ist so ein bisschen wie viele Entscheidungen in meinem Leben, die kommen dann, okay, jetzt mache ich es. Geht dann doch schnell. Ja. Aber die Voraussetzung war, dass ich mir diesen ganzen Casting-Quatsch davor sparen wollte. Oh, das ist schön, ja, das ist gut. Sonst verliert man einfach da ziemlich viel Zeit. Und dann, genau, haben wir uns gut darauf vorbereitet und mir war von Anfang an klar, wenn jemand in mein Unternehmen investiert, wo wir auch schon gute Zahlen präsentieren konnten, einen guten Kundenstamm schon hatten, so, dann muss der dafür auch was zahlen, weil das Unternehmen ist auch was wert. Und ich bin jetzt auch nicht so desperate, dass ich da jetzt irgendwie von denen Geld brauche. Also wenn, dann müssten die ein bisschen Schmerzensgeld dafür zahlen, dass die mitmachen dürfen. Und das ist die Haltung, wie ich da rangegangen bin. Meine Schwester hat mich dabei unterstützt, die kennt sich auch, also die ist Unternehmensberaterin, die macht auch so Zahlenpläne und wir haben das mal hochgerechnet. Dann bin ich mit einem Angebot da reingegangen und habe das Unternehmen auch mit 2,5 Millionen Euro bewertet. Weil ich gesagt habe, die Umsätze werden kommen und ja, und das bedeutete dann, mein Angebot war 10% für 250.000 Euro. Und man hat auch richtig in dieser Show gemerkt, was ich der Show zugutehalten muss, also wen das interessiert, also das ist wirklich echt, es gibt kein Skript, man sieht die Löwen vorher nicht, die halten knallhart drauf in dieser Verhandlungssituation und schneiden es dann natürlich spannend, aber das ist wirklich ein echtes Format, das ist positiv, finde ich. Und wir hatten dann diese Verhandlungssituation und man merkte eigentlich sofort, das hat bei allen zack, 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 die haben Geld gesehen. Die sind da ja auch, um reich zu bleiben und zu werden. Und das hat bis auf bei Carsten Maschmeyer eigentlich bei allen sofort gemerkt, okay, das ist ein gutes Konzept, das ist ein gutes Produkt, das trifft den Markt. Und dann setzte aber was ein, dann waren zuerst zwei, ja, wir sind auf jeden Fall dabei und wir nehmen das Angebot so an. Dann kam so ein paar Zweifel, dann haben die nochmal zurückgerudert, dann haben die gemerkt, okay, wir können die vielleicht noch ein bisschen drücken. Und die haben ziemlich viel Druck aufgebaut, die sind natürlich wesentlich öfter in solchen Verhandlungssituationen auch gewesen, wie ich es war. Und dann war auf einmal mein Angebot von 250.000 Euro für 10%, war 250.000 für 30% des Unternehmens. Also die haben einfach meine Unternehmensbewertung einmal gedrittelt. So. Und dann trotzdem ist es noch viel Geld, was man dort hat oder angeboten bekommt. Und in so einer Drucksituation muss man dann auch sozusagen stark bleiben. Und mir ging es auch zu weit, was wertemäßig sah, über den Haufen geschmissen wurde. Ja, das Bio weiß man auch nicht, ob man das so braucht. Und vielleicht kriegen wir es ja auch nicht aus Sri Lanka, vielleicht kriegen wir es auch günstiger in Thailand. Und das waren so einige Diskussionen, die mir definitiv gesagt haben, nee, ich mache das doch nicht nur des Geldes wegen hier. Das sagen ja übrigens Kritiker des Formats, dass sie überhaupt kein Interesse an nachhaltigen Modellen haben. Nee. Das also sieht auch so aus. Nachhaltigkeit als Werbebotschaft, genau, da, als Image vielleicht, aber als Konzept nicht unbedingt. Und ja. Ja, und ich glaube, dass diese Herren, also ich hatte dann die zwei Angebote, dass die Herren eigentlich gedacht haben, sie hätten mich im Sack. Und dachten sie, könnten Geld verdienen mit mir. Und ich habe dann aber abgelehnt und diesen beiden Herren ist wirklich die Kinnlade eigentlich runtergefallen, weil sie es absolut nicht von mir erwartet haben. Sind die auch nicht gewohnt, glaube ich, insgesamt. Sind die nicht gewohnt, nee, so eine ablehnende Haltung und dann von einer jungen Frau. Ja. Die waren ein bisschen schockiert, fast frustriert. So, ich glaube, der Frank Thelen, seine Worte waren, das ist jetzt aber gemein. kleiner Junge. So. Natürlich war das in dem Moment auch Stress, ziemlich viel Stress. Da sind 20 Kameras im Raum. Das ist klar, ja. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich trotz dieses Drucks, der da aufgebaut wurde, trotzdem meinen Werten treu geblieben bin und das Ganze dann allein durchgezogen habe. Ja, und Sie sind aber dadurch natürlich auch sichtbarer geworden, ne? Ja, also der Marketing-Effekt ist nett. Ja, ja, ja. Was, das wäre jetzt noch ein Thema, was ich noch anschneiden möchte. Wir haben noch viele Themen, aber Sichtbarkeit. Was würden Sie sich denn wünschen, Frau Buri? Wie könnte man denn die Sichtbarkeit von Gründerinnen noch stärken? Oder liegt es an
Rollen, also Vorbildern, die man anders stärken könnte? Könnte die Politik mehr machen? Könnte man mehr Preise ausloben? Was könnte denn da noch vorteilhaft sein, dass Gründerinnen auch jetzt noch mal ganz anders einen Auftritt bekommen? Ich glaube, es sind so alles, was Sie gerade genannt haben, zusammen. Okay. Also es sind ganz viele verschiedene Aktionen, die gerade ja passieren. Also es gibt immer mehr Netzwerke von VDU, was wir hier auch haben, bis zu Global Digital Women, und jede Branche hat ja jetzt eigentlich auch ihr Frauennetzwerk. Ich habe auch das Gefühl, dass langsam aber sicher auch Frauen an sich es besser lernen, sich zu vernetzen und auch zu unterstützen. Und nicht nur, wir machen jetzt irgendwie einen netten Abend, sondern man tatsächlich auch in dieses Business-Mind kommt miteinander. Ich glaube, da haben wir uns schon lange auch schwer getan, haben uns oft getroffen und gesagt, wir sind jetzt wieder im 10. Netzwerk, aber irgendwie rumgekommen ist trotzdem nichts. Und dass man einfach auch so ein bisschen die Schwelle verliert, auch unter Frauen über Business zu reden und sich zu unterstützen. Ich glaube, da können wir von Männern noch echt viel lernen. Die Politik kann immer was tun, aber ich würde mich da jetzt mal nicht drauf verlassen. Von dem her glaube ich, wir sollten es lieber selber in die Hand nehmen. Und auch Role Models aufbauen und zulassen. Ja, also ja. Ich glaube, das ist oftmals ja auch was, wo dann wieder kommt, die eine ist zu dünn, die andere ist zu dick, die andere, also dass man bei Frauen immer schnell auch wieder in diese Äußerlichkeiten irgendwie verfällt, anstatt tatsächlich einfach nur mal darüber zu reden, was sie tut. Ich glaube aber, dass sich auf allen Ebenen gerade viel bewegt und alles in die richtige Richtung geht. Nur müssen wir halt dranbleiben. Frau Henke, wie sehen Sie das? Wie nehmen Sie das wahr? Ja, das ist eine gute Frage. Also das sehe ich ähnlich. Politik könnte Weichen stellen, aber sich darauf zu verlassen, also Politik funktioniert ja auch rückwirkend. Ich sage mal, wenn wir was gemacht haben, dann reagiert die Politik ja tatsächlich. Genau. Und ich persönlich glaube, dass es Sichtbarkeit ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich glaube auch diese Durchlässigkeit. Also das finde ich extrem wichtig. Also dass wir wirklich, sage ich mal, so einen durchlässigeren Raum finden für Weiterbildung, für ich bin jetzt mal in Teilzeit, weil also meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man mal, also viele meiner guten Freundinnen, die haben nach den Kindern in Teilzeit gearbeitet, und das ist dann für Männer, sage ich mal, oder sie hat dann die haben den Stempel, sie haben sich gegen Karriere entschieden. Und das ist ja nicht wahr. Also da wirklich auch mal sich mal von solchen komischen Vorurteilen zu lösen und zu sagen, ja, Teilzeit ist eine, vielleicht auch mal zeitlich begrenzt. Und ich sage mal Teilzeit, wer ist denn heute noch für 40 Stunden die Woche? Das ist ja auch nicht sinnvoll. Ne? Die Diskussion können wir auch mal starten, weil das ist ja eine willkürliche Zahl, die mal irgendwann, auf die wir uns mal irgendwann geeinigt haben. Ich war im Übrigen nicht dabei bei der Einigung und ich wäre auch da schon zu einer anderen Zahl gekommen. Aber das sind ja auch Dinge, ne, dass man einfach auch sagt, hier, 30 Stunden die neue Vollzeit und all solche Dinge. Das würde einfach unglaublich viel in Gang bringen, dass wir uns einfach auch mal über Arbeitsbedingungen wirklich mal ernsthaft unterhalten. Aber wie kann man das anstoßen? Wo ist da der Ansatz? Also ich habe einfach eine eigene Firma gegründet, weil ich gesagt habe, ich kann nicht warten. Also ich habe ja ein Unternehmen damals gefunden, die mir das mit dem Studium ermöglicht haben. Aber ich kann jetzt nicht warten. Ich brauche meine Arbeitsbedingungen jetzt schon. Und deswegen habe ich gesagt, gut. Aber insgesamt geht es doch darum, dass die ganzen Systeme sich eben da anders umgestalten. Ja, ganz genau. Also wir brauchen andere Strukturen. Genau. Mhm. Und wie sehen Sie denn da jetzt langsam auch von der Politik eine Bereitschaft, oder ist das da auch noch nicht so richtig angekommen? Ja, ich sag mal, haben wir ja die 53 börsennotierten Unternehmen, die irgendwie notiert haben oder ne, die haben ja festgestellt, dass sie zukünftig keinen weiblichen Vorstand haben wollen. Das ist dramatisch, sowas. Ne? Also ich sag mal, es ist nicht dramatisch, dass sie keine Frauen im Vorstand haben wollen. Das ist auch dramatisch. Aber dramatischer finde ich eigentlich sogar noch, dass sie das sagen mögen, dass sie in so einem Fragebogen das ankreuzen mögen. Wir planen mit null weiblichen Vorständen. Das hat ja was mit Bewusstsein zu tun. Also wenn man noch nicht mal mehr so tut, als ob.
dann ist wirklich, sag ich mal, dann sind wir an einer Situation, wo ich sage, das geht jetzt aber wirklich nicht in die richtige Richtung. Und da ist tatsächlich auch Bewusstsein gefordert. Also dann erklärt sich das, dass bei dem Gender Gap, das ja jedes Jahr in Davos erhoben wird, wo dann eben jetzt in dem Falle Frauen bewertet werden nach ihrer Einkommenssituation, Führungspositionen, Bildung, dass Deutschland da eben an 10. Stelle steht. Vor einigen Jahren stand es noch an Stelle 16, es hat also aufgeholt, aber Deutschland ist hinter Ruanda und Spanien. Also als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, mein Gott, also ich habe schon zum letzten Lichtgespräch hatte ich schon Frauenzahlen recherchiert und der Zustand ist ja eigentlich katastrophal, auch noch was die weiblichen CEOs betrifft in der Welt. Können Sie sich vorstellen, dass das auch, sagen wir mal, durch eine Welle ausgelöst wird, dass da endlich mal so ein Shift, so ein richtiger Shift passiert, wie es ja auch andere Wellen gibt, die plötzlich schnell da sind? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das können Sie sich vorstellen. Allerdings ist es momentan, also ich bin ja so, sag ich mal, in den 70ern sozialisiert worden nach der Emanzipationsgeschichte. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir im Arbeitsbereich in den 80er Jahren schon mehr Rechte hatten und dass es einfacher war, dass es tatsächlich wieder rückläufig ja jetzt auch momentan ist. Aber ich setze ja darauf, dass es die Retrowelle ist. Na, also die Retro, wissen Sie wahrscheinlich, bevor Veränderung passiert, eine Welle, genau, dann gibt es da drin nochmal eine Retrowelle, wo man sich nochmal rückwärts wendet und glaubt so, wenn ich nur lange genug festhalte, dann wird das schon. Ja. Und das ist, also ich hoffe mal, dass wir uns da gerade befinden und eigentlich bewegt es sich in die andere Richtung. Weil wir haben jetzt alle weiblich gegründet. Ich habe jetzt mein drittes Unternehmen mit Frauen zusammen gegründet, also die Plattform Cooperatives Germany EG. Da sind 3 Frauen im Vorstand, also der Vorstand ist rein weiblich. Ne, wir haben aber auch Männer aufgenommen in die Genossenschaft, weil wir, wir exkludieren ja nicht. Nee, klar. Aber das ist, also es ist, glaube ich, schon... Integrieren. Genau. Und ich glaube schon, dass es ja schon... Bestrebungen gibt, das zu ändern. Ja, ich würde gerne die Runde öffnen ins Publikum. Ich glaube, heute sind ja auch sehr viele fachkompetente Damen da. Liebe Damen, liebe Herren, hätten Sie denn an meine Gäste noch Fragen? Da gäbe es ja vielleicht einiges. Oder Ihre Gedanken vielleicht, die Sie formulieren möchten? Oder Erfahrungen, die Sie auch haben oder die genau entgegengesetzt sind. Das würde mich mal interessieren. Ja, bitte sehr. Ja, mein Name ist Anna. Ein Mikro ist auch schon da. Super. Ja. Das macht uns Frauen stark, die Technik. Mein Name ist Anke Hollatz. Ich bin hier für den Verein Familie und Beruf. Wir begleiten seit langen Jahren Gründerinnen hier in der Region. Wir sind ein sogenanntes kleines Licht in Highlight in Rheinland-Pfalz. Und also ein kleines Licht bedeutet nicht, den Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern eine Vision sozusagen, die wir tragen. Und ich denke, das Geheimnis, wie wir diese Welle erzeugen können, liegt in uns Frauen selber. Sobald wir diesen Part Teile und Herrsche überwinden und kooperieren statt konkurrieren, uns zusammenschließen und das Potenzial entfalten, zu dem wir fähig sind. Wir brauchen eine kritische Masse an Frauen. Erst dann entfalten wir das Zauberhafte, wozu wir in der Lage sind, für Männer als auch für Frauen. Dann, denke ich, sind wir auf einem guten Weg und es gilt, diese Netzwerke zu knüpfen. Und ich würde mich freuen, nachher noch ins Gespräch zu kommen mit einigen hier, um daran weiter zu arbeiten. Wir haben ein großes Netzwerk hier in der Region mit mehreren 100 Frauen mittlerweile. Cool. Und das einfach regional auszuweiten, ist unser Bestreben. Und ich fand es sehr, sehr spannend, was Sie 3 auf der Bühne im Gespräch gesagt haben. Und ich denke, es ist genau das richtige Format und die richtige inhaltliche Botschaft. Darf ich einfach vielen herzlichen Dank sagen? Ja, natürlich. Ich finde das toll, was Sie gerade gesagt haben und auch dieses Kooperieren und also untereinander und sich unterstützen. Ich möchte nämlich auch mal eine Lanze für die Männer brechen, weil bei meinem Fundraising
war es auch so Friends and Family und dann zu schauen. Und meine Investoren waren tatsächlich alles Männer. Es waren ausschließlich Männer, die dann irgendwann mal gesagt haben, okay, komme, ich glaube wirklich daran, hier hast du 20 oder 50.000 Euro, um in den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, wir müssen auch als Frauen risikobereiter werden in unserem Investitionsverhalten. Also es gibt ja auch Frauen, die Geld haben und die erfolgreich waren. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch Frauen unterstützen. Also gerade mit so Netzwerken, wo sich, weiß ich nicht, auch im VDU, da hatten wir auch schon mal das Thema, da habe ich das auch angebracht, weil ich glaube, das ist auch so ein Hebel, zu sagen, man kann da Impact erreichen. Noch einen Satz hinzufügen. Ich fand den Ansatz mit den sozialen Innovationen großartig, das als Bemessungskriterium zu nehmen. Ich würde es erweitern, nicht nur vom Menschen her zu denken, sondern von dem Organischen oder dem Lebendigen her zu denken. Und wir erleben über all die Jahre Frauen, die genau das sehen, was dort fehlt und Lösungen haben und aus den Lösungen keine karitativen Antworten, sondern betriebswirtschaftlich sauber kalkulierte Antworten zu finden. Das, denke ich, ist das Mittel der Wahl und dann brauchen wir nicht zu warten, bis Politik entscheidet, sondern wir können einfach direkt handeln. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Ja. Ja. Angela Schneider-Forst. Ich durfte Anfang der 90er Jahre für den Westerwaldkreis das Frauenbildungsprogramm mit aufbauen in der Kreisvolkshochschule. Eine der Frauen, die mir damals auch sehr auffiel, waren Sie, Frau Hollatz. Und ich schicke einen ganz lieben Gruß nach vorne in die zweite Reihe. Witzigerweise hießen drei der ganz, ganz starken Frauen, die sich mit dem Thema Arbeitsmarkt und Beruf beschäftigten, alle mit Vornamen Anke. Und ich sage einfach Danke, Anke. Und ich setze noch einen drauf und sage, wir nehmen ein R hinten dran, dann wird aus dem Anke ein Anker. Ja, aber was ich auch noch sagen wollte, bereits vor 30 Jahren saßen mit uns in Arbeitsgesprächen die Landesgeschäftsführer der Unternehmerverbände, starke Männer, die mit den Frauen kämpften, weil sie einfach auch erkannten, ohne Frauen läuft es im Beruf nicht rund, läuft es in der Wirtschaft nicht rund. Und ich sage nochmal, 30 Jahre, drei Ausrufezeichen, wo standen wir, wo stehen wir heute? Es ist ein ganz harter Weg, man hat zum Teil das Gefühl, wir sind mit dem Tempo einer Schildkröte unterwegs. Natürlich haben wir viele gute, positive Beispiele, aber nach wie vor bezahlen Frauen auch einen sehr, sehr hohen Preis. Danke. Vielen Dank. Hätten Sie, liebe Damen, leider, ich würde gerne im Zeitkonzept bleiben, ich hätte noch hier für eine zweite, vierte, fünfte Runde. Hätten Sie für uns noch eine wichtige, knappe Botschaft, die Sie auch heute Abend noch geben möchten zu unserem Thema? Oder überhaupt eine Botschaft, was Frauen betrifft? Durchhaltevermögen. Okay. Nicht aufgeben. Also ich glaube schon, dass das einfach, das ist ein Prozess. Ja. Und ich glaube, wir müssen einfach gemeinsam dranbleiben. Das ist genau das. Ne? Mhm. Und auch Bewusstsein schaffen für all diese Dinge. Mhm. Weil das ist aus dem wunderschönen Buch, das da vorne auch auf dem Buchtisch liegt, The Invisible Women. Invisible Women, ja. Da das sind wirklich wunderschöne Beispiele auch gesammelt, wie Frauen irgendwie verloren gehen. Und ein so ein Beispiel finde ich wirklich, also nicht nur eins, aber eins finde ich ganz besonders gut. Da gibt es die Zeiten der Aufklärung, wo wir sagen, als Menschheit, da sind wir plötzlich, ne, da ging es uns besser und alles Mögliche. Das waren die Zeiten, wo Frauen keinen Besitz haben durften und gar nichts. Und das ist etwas, wenn wir solche Wörter auch benutzen für Epochen oder auch, ich sag mal, die Wiege der Demokratie lag in Griechenland, nach unserer Definition.
Da waren aber sämtliche Frauen exkludiert von der Demokratie. Mhm. Und wieso ist das unsere Wiege? Wie können wir sagen, dass das die Wiege unserer Demokratie ist? Kann nicht die Wiege der Demokratie eigentlich erst da sein, wo wir das Wahlrecht hatten? Weil wir haben da 50% der Menschheit ausgeschlossen und benennen das so. Also da sollten wir vielleicht ein bisschen sensibler auch sein mit den Dingen, wie wir sie benennen, weil Wörter wirklich etwas, die machen was mit unseren Denksystemen. Fällt mir gerade was zu ein, Griechenland, weil wir werden auch gesponsert vom Philosophie-Magazin. Sie können sich die Magazine, die da hinten liegen, alle gratis mitnehmen. Bedanke mich später noch. In diesem Philosophie-Magazin werden zahlreiche Philosophinnen benannt, wo noch kein Mensch sozusagen von gehört hat, oder selbst ich, die mich schon sehr umtreibe, habe noch nie von diesen großartigen Frauen gehört. Also das Geschichtsbild muss, glaube ich, in dieser ganzen Neubewertung auch noch mal völlig komplett aufgearbeitet werden. Da ist sehr viel unter den Tisch gefallen. Ja. Das fällt mir gerade dazu ein, muss ich noch mal sagen. Frau Gutmann. Ja, wir haben ja über Netzwerken und Mut gesprochen, den man dazu braucht. Und was mir oft in Deutschland, insbesondere in Sri Lanka, war das weniger immer entgegenschlagen kann. Man erzählt seine Gründungsidee und man sagt, ja, ich habe das vor. Und dann hört man sehr oft, ja, aber hast du dir schon da und da und da drüber gemacht? In Sri Lanka wurde ich oft gefragt, wie willst du das machen? Und das ist eine viel konstruktivere Frage, eine Frage, die einem Mut macht, die denkt, okay, muss ich drüber nachdenken, kann ich den nächsten Schritt gehen? Aber das Wie ist viel hilfreicher. Und dementsprechend das nächste Mal, wenn jemand Ihnen eine Gründungsidee fragt, dann sagen Sie doch nicht, ja, haben Sie schon mal an die Krankenkasse gedacht, sondern wie willst du das angehen? Und das ist einfach viel bringt uns alle voran, wenn man die Frage stellt, als immer nur die Hindernisse im Kopf zu haben. Super. Finde ich super. ich würde eher was Übergreifendes auch sagen, weil wir jetzt gerade auch ich viel im Ausland arbeite und ich finde irgendwie, wir sind alle Role Models füreinander und man kann mit einer gewissen Offenheit und Respekt jeder auf jeden zugehen und jeder hat für den anderen was, von dem er wieder irgendwie in den nächsten Schritt weitergehen kann. Und ich habe sicherlich in Marokko von vielen Frauen und Männern mehr gelernt als in vielen anderen Richtungen, gerade wenn wir jetzt eben auch sagen, die Flüchtlingskrise und die Integration der Menschen hier. Und da würde ich schon auch so ein Plädoyer dafür halten wollen, einfach jedem gegenüber, jedem Menschen, egal ob Mann oder Frau und egal ob Afrikaner oder Südamerikaner oder Deutscher, offen und positiv gegenüberzutreten, in dem Sinne, dass man vielleicht demjenigen was geben kann, aber auch eben dafür was zurückbekommt im Positiven. Sehr schön, vielen Dank. Ja, liebe Gäste, wir neigen uns dem Ende zu. Ich möchte noch als Abschluss Folgendes sagen. Lassen Sie uns das kommende oder das junge Jahrzehnt und was wir noch vor uns haben, zu einem starken Jahrzehnt für Frauen machen. Gemeinsam mit Männern, die starke Frauen schätzen und die gerne auf Augenhöhe sind. Und wie könnte man diese Liaison besser einfädeln, als wie mit einem kleinen, schönen Tässchen, gemeinsamen, starken Frauencafés. Und da hätte ich auch schon was für Sie. Angelique's Finest, ein Frauencafé rein aus Frauenhand, aus Ruanda, von einer Frauenkooperative und eine der Frauenkooperativen in der Welt, die langsam anfangen, den komplett bisher von Männern dominierten Kaffeemarkt aufzumischen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Angelique's Finest für das kleine Sponsoring für unsere Bühnengäste. Ich werde Ihnen nachher allen eine Kostprobe von Angelique's Finest überreichen. Und übrigens habe ich kürzlich, Frau Hollert, Sie waren es, glaube ich, haben erwähnt, Ruanda ist auch das Partnerland von Rheinland-Pfalz.
Jetzt habe ich mir heute Morgen bei meinem frisch gepressten Granatapfelsaft überlegt, wie wäre es denn, wenn jetzt mal alle Rheinland-Pfälzerinnen für ein halbes Jahr nur Angelix Feinest starken Frauenkaffee trinken. Denn wir sind ja auch als Konsumenten unheimlich stark und können ganz viel tun mit unserem Konsumverhalten. Für alle anderen habe ich leider nur den Flyer von Angelix Feines. Ich rege dazu an und darf mich an dieser Stelle schon mal verabschieden, werde mich nachher noch bei allen anderen verabschieden. Herzlichen Dank, sehr spannend. Ich würde gerne noch weiter mit Ihnen diskutieren, lade Sie alle ein, im Anschluss noch bei Checkfruit-Häppchen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ja, fand das sehr anregend und erstmal herzlichen Dank für Angelix Feinest. Und jetzt freue ich mich auf die musikalische Abrundung mit Adrian Morgan Hammond in charmanter Begleitung. Ich mach meinen Mann immer crazy, weil ich was umschmeiße. Okay, ich labere nur ein bisschen. Anderer Song oder was? Ich fand das, also behalte den, ne? Also die machen wir gleich. Aber ich dachte, es wäre nett, wenn wir vielleicht doch eine Sache miteinander machen. Oder? Und kein Gospel. Okay, es wird nicht Oh Happy Day. Come on, you guys. Damit man hört, dass ich doch mal ein bisschen Deutsch reden kann. Und was wäre mit, ganz kurz, Mercy. Man muss, Mann beziehungsweise Frau, muss nur yeah merken. Yeah, yeah, yeah in Dreierpack. Und das muss man gar nicht singen, man kann auch so rappen. Das heißt, es muss nicht gut anhören. Hauptsache dabei sein ist alles. Okay, und deshalb probieren wir das miteinander erstmal yeah, yeah, yeah in Dreierpack. Und yeah, yeah, yeah. Gut, okay, jedes Mal, dass die Fingernägel Richtung Publikum gehen, kriege ich die drei yeah, yeahs. Right? Wir machen eine Strophe, einen Refrain, und dann enden wir das Ding und dann machen wir den Abschluss. Well, I know you, but I got to stay true. Yeah. My morals got me on my knees, begging please, stop playing these games. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew that you would. What you do, what you do, well, and I'm under your spell, I told you it's dran. You've got me begging you for mercy. Okay, das war ziemlich saghaft, ja? Also, es war ein bisschen so, genau, wo sind meine starke Frauenpower hier? So, like, meinen Sie das ernst? Yeah. Okay, all right. 1, 2, 3, 4, 1. You've got me begging you for mercy. Why won't you release me? Got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said release. Hey, so good. Release me, bitter shirt. Yeah, yeah. You've got me begging you for mercy. Hammer. Zum Schluss, Connor Abschluss. Oh, ein Lied, das Sie kennen. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. Spend a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. But if no one ever hears you, how we gonna learn your song? So come on, come on. Whenever your voice be tamed, maybe we're a little different. There's no need to be ashamed. You got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Come on, come on, come on. I wanna sing, and I wanna shout, and I wanna scream till the words dry out.
So put this in all of the papers, 'cause I'm not afraid. They can read all about it. Read all about it. Whoa, 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 yeah. Whoa, whoa. Whoa, we are wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? And now we're finally finding our voices. So just take this chance, come help me sing this. I want to sing and I want to shout. And I want to scream till the words dry out. Put this in all of the papers, 'cause I'm not afraid. They can read all about me. Read all of me. I want to sing and I want to shout. And I want to scream till the words dry out. Put this in all of the papers, 'cause I'm not afraid. They can read all about this, read all about it. Whoa, yeah, whoa, whoa, yeah, whoa, 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 whoa. So come on. Come on. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fangen wir an aufzuräumen, so bau sie auf, wie es uns alle gefällt. Vielen Dank, dass ich auch hier sein durfte. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Adrian Morgan Hammond in Begleitung, Andrea Buri, Julia Hutmann und Claudia Enke. Herzlichen Dank. Liebe Gäste, Sie sind herzlich eingeladen, jetzt im Anschluss noch zu plaudern mit Checkpoint und so weiter. Herzlichen Dank zunächst an die ADG für die Einladung, wieder hier sein zu können mit dem fünften Lichtgespräch. Ich muss mich noch bedanken bei vielen, Angelix Feines habe ich schon genannt, bei der wunderbaren Technik wie immer, Toli Team, Vogelheim TV, vielen herzlichen Dank, das Vorbereitungsteam von der ADG, herzlichen Dank an das Philosophie-Magazin, herzlichen Dank an das Magazin der VDU, herzlichen Dank und natürlich an Reufel wie immer für den wunderbaren Büchertisch, den ich kuratiere. Habe für Sie in vielen Abendstunden beim Lesen, wo mir die Augen zugefallen sind. Aber es hat sich gelohnt. Vielen herzlichen Dank. Merci bien. Dankeschön.